Ich glaube, ich habe eine Idee. Es gibt keine Möglichkeit, eine durch Hypnose installierte Blockade zu durchbrechen. Es sei denn, du wirst erneut hypnotisiert. Es ist riskant. Aber du könntest dich selbst in Trance versetzen, um die Blockade direkt in deinem eigenen Unterbewusstsein zu bekämpfen. Aber sei gewarnt, die Welt der Trance ist ein unheimlicher Ort. Wie ein paralleles Universum, das nur in deinem Kopf existiert. Sie ohne die Führung eines geschulten Hypnotiseurs zu durchwandeln, ist nicht ganz ungefährlich. Und die Blockaden, die der Doktor dir auferlegt hat, müssten dort mächtige Dämonen sein, die du nur im geistigen Zweikampf besiegen kannst. Hast du alles verstanden? Nee. Das musst du auch nicht. Noch nicht. Benutz einfach die Puppe, um dich selbst zu hypnotisieren. Und sobald du in Trance bist, suche den inneren Dämonen, der dich am Feuermachen hindert. Und vernichte ihn. Kann ich nicht irgendwelche Pilze essen oder so? Gehen wir das auch hin? Wahrscheinlich gleich da. Oh Gott. Du sollst nicht mit Feuer spielen, Wookie. Ich kriege Albträume, ich sag's euch. Wookie. Wookie. Oh mein Gott. Lilly hatte sich mit Hilfe des Hasen wieder in die Welt der Trance versetzt. Auf den ersten Blick wirkte hier alles fremd und seltsam. Vollkommen alleingelassen kauerte sie in einer kalten Höhle, die von dem riesigen Auge der Oberin argwöhnisch beleuchtet wurde. So groß war der Unterschied zur Realität also gar nicht. Okay, so groß war der Unterschied zur Realität gar nicht. Naja, wo sie recht hat sie recht. So kalt kann es nicht sein, hier liegt doch eine Art Teppich. So, nehmen wir an. Hier gibt es eine Kordel. Können wir zuziehen? Beginnen wir den Rundgang. Lilly hätte sich gerne etwas umgesehen, aber sie wollte nicht riskieren, von dem riesigen Auge der Oberin gesehen zu werden. Okay, wir ziehen den Vorhang zu. Mein Auge brennt! Wer war das? Jetzt können Lilly hätte sich gerne etwas umgesehen, aber sie wollte nicht riskieren, von dem riesigen Auge der Oberin gesehen zu werden. Ich dachte, sie sieht nicht mehr so viel. Kann ich da reintreten? Lilly hätte sich gerne, aber nee, sie kann wollte. Ich nicht. Ein staubiges Fell diente der Höhle als Vorhang. Gab es denn hier keine Kinder, die alles sauber hielten? Oh, jetzt erst gesehen, hier gibt's eine Keule. Das Auge war nicht nah genug, um mit einer Keule die Netzhaut in Stücke zu schlagen. Nicht, dass unsere Lilly solche Gedanken hegte. Ich kann nicht die Netzhaut damit beschädigen. Ich kann den Vorhang ausklopfen, nehme ich an. Ja. Oh, wie das brennt! Na, warte! Wenn ich denjenigen erwische, der hier mit Dreck um sich wirft, der wird sein blaues Wunder erleben! Die Oberin kniff ihr tränendes Auge zusammen. Lilly war vorerst unbeobachtet. Ich habe die Keule nicht mehr, aber warum konnte ich jetzt nicht in das Auge kaputt machen? Warum? Das finde ich ein bisschen ungerecht. Ich hätte ganz gerne da ein... Das ist ein Schneemann. Mein Auge brennt! Ein Schneemann, der auf Feuerholz sitzt. Passend. Auf jeden Fall. Die Feuerstelle ist geschlossen. Artige Kinder spielen nicht mit Feuer. Du bist doch ein artiges Kind. Oder? Aha. Na, siehst du. Es gibt keinen Grund für brave Mädchen wie dich mit brennenden Gegenständen zu hantieren. Keinen einzigen. Verstanden? Lilly war nicht überzeugt. Garrett hatte gesagt, sie solle das Feuer benutzen, um Licht zu machen. Das schien ihr schon ein triftiger Grund zu sein. Aber wie sollte sie den Dämonen nur davon überzeugen? Dafür hätte ich jetzt ganz gerne die Keule gehabt. Das war definitiv too much. Ich bleibe dabei. Es gibt... Okay. Ich hab gedacht, ich komme irgendwie an die Karotte. Oh, an den Zylinder? Hey, Finger weg. Ich brauche den Zylinder. Wenn du ständig mit einer Glatze in der Kälte rumstehen müsstest, würdest du das verstehen. Gut.
Lilly wollte ja nicht pingelig wirken, aber dies war wohl kaum der geeignete Platz für einen Schneemann. Okay, ich habe nichts zum Anmachen. Hier sind Rippen. Lilly hatte eigentlich genug Rippen. Man konnte sie gut zählen, aber die Oberin hatte es verboten, weil es ihr den Appetit verdarb. Lilly sammelt Rippen. Okay, haben wir das geklärt? Ich kann die Rippen jetzt nicht einsammeln. Gibt's hier noch was? Ich habe auch nichts in meinem Inventar. Da ist das Riesenauge. Diesen Staring-Contest würde Lilly verlieren. Entweder machten hier Knochenjäger Jagd auf große Tiere, oder jemand hatte angefangen, einen prähistorischen Webstuhl zu basteln. Ich bin für Zweiteres. Hier ist nur das Riesenauge, die Rippen, damit kann ich nichts machen. Der Schneemann, Zylinder, wo ich nicht ran darf, das Feuerholz. Ich nehme an, ich muss es halt anzünden, damit ich weiterkomme. Aber hier laufe ich, kann ich nicht weiterlaufen. Gehen wir zurück. Wo kommt denn die Kontaktlinse her? Nach der Aktion mit dem Vorhang hatte die Oberin offenbar ihre Kontaktlinse herausgenommen. Seltsam. In der realen Welt trug die Oberin eine Brille. Aber in der realen Welt war die Oberin auch keine 20 Meter groß. Also ging das wohl klar. Na klar, ich pack eine 1 Meter Durchmesser Kontaktlinse. Nehme ich aber mal mit. Hat jeder zu Hause. Wer hat es nicht? So, mit der Kontaktlinse Feuer machen. Aber hier ist kein Licht. Ich bräuchte ja noch Licht. Lilly brauchte keine Sehhilfe, um zu erkennen. Dies war wohl kaum der geeignete. Lilly braucht dies. Okay. Wir haben schon mal eine Kontaktlinse, aber. Oder kann. Was an den Rippen? Ja, an den Rippen. Ja, perfekt. Nanu, was ist das? Was riecht denn hier so komisch? Es riecht nicht nach Karotte. So viel steht fest. Das ist Feuer. Ah, ich nehme den Hut ab. Nimm ihn ab. Jetzt darf ich den Hut abnehmen. Brennender Zylinder. Lilly wusste nicht so recht. Eigentlich war es ihr verboten, mit Feuer zu spielen. Nun tu doch was, Lilly. Nimm mir den Hut ab. Nimm ihn ab. Danke, Lilly. Du hast mich gerettet. Nun siehst du mal, was Feuer alles anrichten kann. Am besten man lässt die Finger davon. Lilly war ein wenig zerknirscht. Der Schneemann schien gar nichts gelernt zu haben. Kann ich das Feuer jetzt anzünden? Was soll das denn jetzt werden? Hey, lass da, nein, nicht. Nein. Ich glaube, wir haben das Problem gelöst. Lilly hatte das Feuer entsorgt. Genau wie der Schneemann es ihr aufgetragen hatte. Hoffentlich hatte er jetzt eingesehen, dass es durchaus Situationen gab, in denen man mit Feuer spielen durfte. Ich habe das Feuer entsorgt. So entsorgt man Feuer. Okay. So. Gratulation! Lilly hat eine neue Fähigkeit erworben. Sie ist nun in der Lage, das Verbot mit Feuerspielen zu umgehen. Dazu muss sie es einfach in ihrem neuen Verbote-Menü mit der linken Maustaste aufheben. Behaltet diese Option im Hinterkopf. Im Laufe des Spiels wird Lilly lernen, noch viele weitere Verbote auf diese Weise zu umgehen. Es kann aber immer nur ein Verbot zur selben Zeit aufgehoben werden. Es gibt das Verbot, Alkohol trinken. Wie alt sind? Egal. Genau, Feuer machen ist quasi jetzt aufgehoben. Okay. Ich hab's nur aktiviert. Dann machen wir jetzt Feuer. Wir sollen ja. Soll ich nochmal zum Bild gehen? Ah, Garrett muss ja schon da sein. Wir haben die Aufgabe ja erledigt. Garrett
antwortete nicht. Lilly musste wohl auf eigene Faust einen Weg finden, die Geheimtür zu öffnen. Dabei würde es sich als hilfreich erweisen, dass sie einen Weg gefunden hatte, die Blockade zu umgehen. Sie durfte nun endlich wieder mit Feuer spielen. Hurra! Schön. Kann ich das Kloster abfackeln? Also, der Hase natürlich. So, ich muss ja hier dunkle Ecke und da war ich schon mal dran und da hieß es, man braucht... Da kommt sie ran, eine Fackel, so. Kann ich die anzünden? Hier war ich schon dran. Dann, hier rein. Mit Hilfe der Fackel konnte Lilly endlich die geheimnisvolle Halterung inspizieren. Was für eine Überraschung! Es war eine Fackelhalterung. Von dem versprochenen Geheimgang fehlte jedoch nach wie vor jede Spur. Das sieht man doch schon da. Da. Irgendwo hier musste diese Geheimtür sein. Tatsächlich! Okay. Ein Geheimgang! Garrett hatte also wieder einmal recht behalten. Du kommst von der aktuellen Gothic-Folge, dann ist das hier ja jetzt purer Schock. Lilly, du hast es geschafft. Perfekt. Ich glaube, du bist nun endlich bereit, die Wahrheit zu erfahren. Danke. Tja, wo soll ich nur anfangen? Vorne vielleicht? Na? Vielleicht sollte ich mich erst einmal vorstellen. Mein voller Name ist Chief Deputy Garrett Gordon Gardengore. Ich arbeite als verdeckter Ermittler für das Jugenddezernat. Ich wurde undercover in dieses Kloster eingeschleust, um die Oberen zu observieren. Meine Aufgabe ist, Beweise zu finden, dass ihre Erziehungsmethoden gegen das Jugendschutzgesetz verstoßen. Aber der weitaus größere Fisch ist Dr. Marcel. Gegen ihn ist die Oberin die reinste Nonne. Lilly konnte kaum glauben, was sie da hörte. Aber nun ergab alles einen Sinn. Der geheime Raum, die Abhörapparate und die seltsamen Stimmen, die sie nachts immer hörte. All das fügte sich nun zu einem stimmigen Gesamtbild zusammen. Sehr stimmig, sehr stimmig. Okay, das heißt, Garrett, was man am Anfang gedacht hat, hat gar nicht für die Oberen spioniert, sondern für das Jugendamt. Bevor du mir deine Fragen stellst, lass mich noch kurz eine Sache zu dieser Hypnose loswerden. Diese HW-Hypnose ist eine teuflische Erfindung des Doktors. Ja. Er nutzt offenbar diesen Stoffhasen, um dir seinen Willen aufzuzwängen. Wenn wir hier raus wollen, dann musst du dich gegen diese Verhaltensregeln zur Wehr setzen, die er bei dir installiert hat. Ähnlich wie das Verbot, mit Feuer zu spielen, kannst du auch die anderen Blockaden umgehen. Dafür musst du dich allerdings wieder in Trance versetzen. Die erste Herausforderung wird sein, das Schulgelände zu verlassen. Okay. Es wurde dir von der Oberin verboten. Und aufgrund der Blockade ist es dir nicht möglich, ungehorsam zu sein. Der Trick ist auch hier, das Problem während der Trance zu bekämpfen. Wir sollten das Problem vor Ort angehen. Okay, begeben wir uns nachher wieder in Trance? Warum kriege ich dafür den Stoffhasen und nicht die Pilze? Nur so, eine Frage. Nee. Lass mich ausreden. Wie gesagt, Dr. Marcel ist der viel größere Fang. Ach, die Polizei ist ihm schon seit längerem auf den Fersen. Er steht unter dem Verdacht, illegale Therapiemethoden einzusetzen, um Kindern ihrer Kindlichkeit zu berauben. Und die Hypnose, die er an dir durchgeführt hat, festigt diesen Verdacht. Das ist doch nicht illegal. Nee, nee. Alles dient der Wissenschaft hier. Die Polizei rufen? Ha, Lilly, ich bin die Polizei. Ich kann dir helfen und dich in Sicherheit bringen. Nee. Wir müssen nur irgendwie vom Schulgelände herunterkommen. Der beste Weg ist wahrscheinlich, den Spuren deiner Freundin Edna zu folgen. Aber erst einmal wollte ich ja deine Fragen beantworten. Also? Die Fragen? Keine Fragen? Nö. Enttäuschend. Aber na gut. Enttäuschend, das darf ich mir auf jeden Tag anhören. Auf zum Schaukelbaum! Das ist doch mal enttäuschend hier. Aber ich muss auch mich erst in Trance begeben, dachte ich. Bevor ich das Gelände verlassen darf. Ich könnte jetzt Edna folgen. Aber es wird noch nicht gehen. Aber er hat gesagt, ach hier, hier ist ein Loch im Zaun.
Aua. Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa das Schulgelände verlassen, oder? Das hat die Oberin doch verboten. Und du weißt ja, du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Man kann viel Spaß haben, ohne sich den Regeln der Erwachsenen zu widersetzen. Wir könnten deine Murmeln nach Farben sortieren oder uns einen Abzählreim fürs Wäschezusammenlegen ausdenken. So verlockend sich die Anregungen des lustigen Hasens auch anhörten, Lilly musste durch den Zaun und Edna finden. Also bevor ich das mache, nehme ich mir ein Beispiel an Birgit. Nur so viel dazu. Okay. Lilly hatte nichts mehr am Kloster zu schaffen. Sie wollte Edna durch den Zaun folgen. Okay, ich muss hier mit dem Hasen spielen. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Ist dir auch gar nicht nötig. Es gibt so viele spaßige Dinge, die erlaubt sind. Zählen oder mit Wollknäueln spielen. Gar kein Problem. Eigentlich sollte das Wollknäuel ja als Symbol der Freundschaft für alle Zeiten in der Schatztruhe bleiben. Aber Lilly gingen langsam die Optionen aus. Bitte sehr, Wollknäuel. Was hast du da? Darf ich das mal sehen? Aha. Oh, ein Wollknäuel. Yippie. Das ist ja... Woogie. Oh Gott. Woogie. Woogie. Lilly hatte sich mit Hilfe des Hasen wieder in die Welt der Trance versetzt. In der Ferne sah sie die Riesenoberin vor ihrer Höhle umherstapfen. Und dort, wo in der Realität das Loch im Zaun geklafft hatte, gab es hier ein Spinnennetz, in dessen Mitte eine riesige Spinne hockte. Dies musste der zweite Dämon sein, den es zu bezwingen galt. Alter, Knochenhaufen, Teergrube und die Havisch. Gibt es noch was? Ich glaube nicht. Gut, wir können Knochen einsammeln. Können wir das mit Teer irgendwie bestücken? Ja, können wir halt echt. Jetzt machen wir die Spinne damit kaputt. Lilly war gespannt, ob das wohl irgendeinen Effekt haben würde. Nee. Ein Einhorn, ja! Zotzi! Zotzi! Kann nicht mehr. Als Lilly sah, wie die riesige Oberin die Spinne in den Arm nahm, wurde ihr ganz warm ums Herz. Plötzlich wirkte die Oberin gar nicht mehr so groß und erwachsen. Mit einem wohligen Lächeln auf dem Gesicht erwachte sie aus ihrer Trance. Die Einhornspinne. Okay, wir haben Zotti wiedergefunden. Mehr Freunde, als ich im echten Leben habe hier. Ich mag die Musik. Magst du was? So Jazzy. Bisschen, oder? Okay, machen wir weiter. Ich komme jetzt auch durch den Zaun. Lilly hatte die zweite Blockade gelöst. Sie konnte zwar nur ein Verbot zur Zeit umgehen, aber das war besser als nichts. So, und Level up. Gar kein Problem. Folgen wir Edna. Das heißt, wir sind im Kloster fertig. Kapitel 2. Ich habe die ganze Zeit nur ein Kapitel gezockt. Scheiße, die Wand an. Es wird so ein 40-Stunden-Projekt hier, ich sag's euch. Als Lilly den Klosterberg hinabstieg, hatte die Dämmerung bereits eingesetzt. Okay. Du bist spät dran. Wo warst du nur so lange? Spar dir das. Es gibt eine Zeit des Redens und eine Zeit des Handelns. Und es gibt diese dritte Zeit. Die Zeit des auf der Polizeiwache Hockens und Formulare ausfüllens. Und diese Zeit ist jetzt. Was ist denn jetzt noch? Ach, sag nichts. Du willst deine Freundin, diese Dings, na, diese Edna finden, stimmt's? Ich dachte mir gleich, dass das Mädchen Überstunden bedeutet. Aber falls sie wirklich noch lebt, gehört das wohl auch zu meinen Pflichten. Wobei ich es für viel wahrscheinlicher halte, dass Dr. Marcel sie bereits gefunden und in einem Gartenhäcksler zu Schweinefutter verarbeitet hat. Wenn dem so ist, dann finde ich das auch raus. Du musst dir also keine Sorgen mehr um deine kleine Freundin machen. Warum muss ich auch immer so verdammt mitfühlend sein? Es ist ein Fluch.
Weil du sneaky bist. Du wartest hier, während ich weitere Ermittlungen anstelle. Ich werde den Weg zur Anstalt überwachen. Vielleicht erfahre ich auf diese Weise etwas. Wenn ich etwas herausgefunden habe, gebe ich dir das Signal. Ich imitiere ein Huhu, Huhu und so weiter. Du wirst das schon mitbekommen. Warte hier auf mich. Es dauert sicher nur wenige Stunden. Ja, als ob ich warten würde. Natürlich. Ja, genau das. Lilly war sehr froh, dass Ednas Schicksal nun in den Händen dieses äußerst kompetenten Jugendermittlers lag. Dennoch hätte sie ihn gerne auf die Karte mit dem Weg zu Ednas Versteck hingewiesen. Doch Garrett war bereits verschwunden. Lilly riskierte selbst einen Blick auf die Karte. Sie konnte den Moorsee von hier aus sehen. Mhm. Ednas Versteck konnte ja nicht weit sein. Oh Gott. Du willst doch nicht im Dunkeln ins Moor laufen. Weißt du denn nicht, dass das sehr gefährlich ist? Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können. Zum Beispiel das Landwirtschaftsmuseum. Oder das Berufsinformationszentrum des Arbeitsamtes. Langsam fand Lilly den lustigen Stoffhasen gar nicht mehr so lustig. Können wir den anzünden? Trotzig riskierte sie einen weiteren Blick auf die Karte. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Das tut mir leid. Ich wollte dich bestimmt nicht erschrecken. Wir sind doch Freunde. Und mit Freunden macht man keine Scherze. Können wir den nicht irgendwie... Ist ein Stofftier. Was kaputt machen oder so? Geht es nicht? mal schauen, Garrett findet ja schon, dass Edna Überstunden bedeutet. Pass mal auf, mein Lieber, was hier wirklich Überstunden bedeutet. Ja, du kennst mich nicht. Viel, viel schlimmer. Kann ich die Karte wieder aufheben? Nein, kann ich nicht. So, hier ist schon mal ein Totenkopf, das finde ich gut. Da ist, glaube ich, das Kloster abgebildet. Hier sind irgendwie auch Häuserle. Da ist ein Berg und noch irgendwas. Ja, Tüte oder so. Das auf jeden Fall Totenkopf finde ich sehr gut. Zum Moorsee. Das hat Totenkopf. Brücke. Und Dorf. Würde der Karte hinterherlaufen, wenn es geht? Bis der... Okay, doch, das geht. Wir wollen ja schließlich zum Informationsstand von Agentur für Arbeit. Arbeitsamt soll man ja nicht sagen, ne? Mit 8. Aber wir dürfen auch Alkohol trinken, von daher gar kein Ding. Gar kein Problem. Lilly kam gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie das flüchtige Topografie-Utensil durch ein vergittertes Fenster verschwand. Toll, jetzt muss ich doch nur einbrechen. Ich kenne das Game Little Miss Fortune. Habe ich es richtig ausgesprochen? Weiß ich gerade nicht. Kenne ich nicht. Ich kenne nicht so viele Games. So, per se. Ein Pizzakarton, sehr gut, ein Lehrer. Ein Fahrrad, Luftpumpe und da muss ich dann durch. Ich will erstmal den Pizzakarton haben. Ist da noch was drin? Chilischoten. Kann ich auch das Stück Pizza noch haben? Okay, das funzt nicht. Dann die Luftpumpe. Okay, Chilischoten, Luftpumpe. Das musste das Polizeiauto sein. Das Fahrrad ist das Polizeiauto. Die Gitterstäbe legten nahe, dass es sich hierbei um einen Löwenkäfig handelte. Okay. Wir müssen da irgendwie rein. Ich glaube nicht, dass wir von hier da reinkommen. Das ist noch eine Klingel, die können wir nicht betätigen. Ich komme hier nirgendwo hoch. Kann ich zurück? Und durch die Tür vielleicht? Ja. Vielleicht etwas schwieriger, aber ich darf doch weiter. Gucken wir mal nach. Was hat echt die Polizei? Das ist meine Karte. Oh Gott. Warum gibt es ja keine Donuts? Hier gibt es Weingummis. War ja wieder klar. Essen ist wichtig. Höchste Priorität. Ein gelber Stift. Was ich jetzt alles einsammle. Jetzt geht es hier schon wieder los. Ein bisschen kleptomanisch, wie immer. Valium. Brauche ich. Immer her damit.
Definitiv wichtiger vielleicht als die Weingummis. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Kommt drauf an, ob es schmeckt. Ein Alkoholtest. Ach du Scheiße. Ja, ich sehe schon, was wir hier noch alles machen müssen. Reden wir mit dem Polizist? Ich muss da ja auch irgendwie rein. Reden wir mal mit dem. Da ist ein Ah, Herz. was? Oh, puh, nur ein kleines Mädchen. Was irrst du hier so rum, mitten in der Nacht? Hast du gar keine Angst, dass dich die Irren erwischen? Das solltest du aber. Also husch, zurück in dein Bettchen. Oder willst du etwa eine Anzeige erstatten? Ja. Oh je, oh je. Das musste ja eines Tages passieren. Und wen willst du anzeigen, wenn ich fragen darf? Ich muss mich selbst anzeigen, damit ich da reinkomme, oder? Aber hier ist so ein Herz da hinten im Hintergrund. Das war irgendwie so ein. Verstehe ich nicht ganz. Ich zeige mal mich an, weil ich will da rein. Ich liebe den Knast. Doch nicht etwa dich selbst, oder? Ich bitte dich. Was will so ein kleines Mädchen wie du schon groß ausgefressen Wenn haben? du Kinder in wüsstest. deinem Alter sind ja nicht einmal straffähig. Der einzige Grund, ein so junges Ding wie dich einzusperren, wäre eine Ausnüchterungsmaßnahme. Aber so artig wie du aussiehst, weißt du sicher, dass du keinen Alkohol trinken darfst, richtig? Na, siehst du. Wenn du darauf bestehst, kannst du dich natürlich trotzdem gerne einem freiwilligen Alkoholtest unterziehen. Der Apparat ist gleich dort drüben an der Wand. Aber solange du nichts getrunken hast, kann ich dich auch nicht verhaften. Okay, auf zum Saufen. Suchen wir die Kneipe und kippen uns einen hinter die Binde, aber vorher muss ich dieses Verbot leider noch brechen. Wo ist sie? Ihr zur Bar. Ah, jetzt geht's los. Ja, ich muss einfach. Ja, wir gehen jetzt böllern, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Man muss auch hier mal so ein bisschen, ja, was wir müssen die Sachen verarbeiten, die wir erlebt haben. Außerdem überlegt mal, wie viele Kinder im Kloster gestorben sind. Untergetaucht. Das ist ein. Um den Automaten zu benutzen, brauchte man Kleingeld und eine Lunder. niedrige Hemmschwelle im Umgang mit Salmonellen. Das denke ich mir auch so in manchen Basen, die es so gibt, deshalb gehe ich da nicht rein. Sammeldose, den Barmann gibt es. Neonpinke Leuchtreklame. Geh mal zur Sammeldose. Ich will nicht reden. Ich will nur was zum Saufen. Geh doch. Geht das jetzt so? Um den Automaten zu benutzen, brauchte man Kleingeld Hab ich und doch. eine niedrige He Okay, ich muss das erst kaputt machen. Kann ich was mit der Leuchtreklame machen? Ich bin, also Lili ist ja ein bisschen kleptomanisch. Reden wir mit dem Barman. Oh, was haben wir denn da? Oh Ein Gott. kleines Mädchen, ganz ohne Eltern, allein in der Nacht. Wie nett. Was treibt dich in diese dunkle Spelunke, in der Spelunke. dich niemand schreien hören würde? Der Alkohol. Ich kann keinen Alkohol an Kinder ausschenken. Mir fehlt das Rezept für den einzigen alkoholischen Cocktail auf der Karte, den Volcano-Berserker. Außerdem sind mir die Zutaten ausgegangen. Wenn du also etwas trinken möchtest, solltest du auch die passenden Zutaten dabei haben. Dafür sind die Drinks dann umsonst. Hier, die Karte. Alter, das Game macht mich fertig. Das macht mich fertig. Ich. Passt. Das passt perfekt rein, finde ich gut. Cocktailkarte. Was brauche ich denn? Ich weiß auch gar nicht die Zutaten. Ich habe Weingummis und Chilischoten. Reicht das schon vielleicht? Kann ich? Wenn du etwas bestellen willst, zeig es mir einfach auf der Karte. So, damit ich gucken kann. Ich brauche Vulkano-Berserker. Zutaten stehen hier nicht. Dann gibt es ein Betäubungsgift Sunny Cup. Dafür brauchen wir nur einen Kugelfisch und Valium. Und hier sind Smileys, was ich schon habe. Also, Valium haben wir schon. Wir bräuchten noch einen Kugelfisch. Sehr gut. Die Zutaten für Vulkano-Berserker sehen wir nicht. Und den Neon-Trink brauchen wir noch Neon-Grün. Gelb und Pink haben wir. Okay. Ein Volcano Berserker?
Das tut mir leid, Püppchen. Da fehlt mir leider das Rezept. Das hat der Vorbesitzer mit ins Grab genommen. Ach, du oder Scheiße. Wohin auch immer. Sie haben ihn ja noch gar nicht gefunden. Werden sie auch nicht. Nicht, wo die suchen. Okay, wo hast du den umgebracht, mein Lieber? Wenn du etwas bestimmst. Okay, die Info muss ich mir woanders herholen. Weiterspielen. Gut. Da komme ich noch nicht rein. Ich glaube, wir müssen erstmal zum Friedhof das Rezept noch holen für den anderen. Und, ich krieg alles ganz legal hier, ne? Püppchen. Dafür, wenn der kein Schleim, rosa Schleimding wird. Allein für Püppchen. Allein dafür. Wo geht's hier zum Friedhof? Da geht's zum Friedhof. Schauen wir uns mal den Friedhof an. Oh Gott. Aranya, das Medium. Ich rechne ja nur noch mit allem. Ich rechne das die grüne Neonfarbe. Ist hier noch was? Da komme ich nicht rein. Hier würde es noch zu irgendwelchen Fragezeichen gehen. Na toll. Und hier gibt es Feuer. Feuer darf ich ja. Ich nehme die grüne Neonfarbe und danach schauen wir mal, ob wir mit dem Medium reden können. Ich bin gespannt. Was? Ich warte mal. Nein, hier ist nicht Tante Gordula. Mein Name ist Miranya. Miranya das Medium. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Was? Das ist doch... Moment. Bleiben Sie bitte in der Leitung. Entschuldigung, Kleine. Das kann noch einen Augenblick dauern. Das ist schon wieder dieser Barkeeper Max Mixo. Ein lästiger Typ. So tot und trotzdem noch so laut. Insgesamt sind die Geister heute sehr unruhig. Sie plappern alle durcheinander. Wenn ich doch nur Ohrenstöpsel hätte. Wie war das? Jetzt hören Sie mal, meine Dame. Ich bin doch kein Grußkartenkurier. Ich bin mir sicher. Max Mixo, sei doch bitte einmal kurz still. Hier sind noch andere, die... Wer? Nein, ich kenne keine Priscilla. Miranya war beschäftigt. Lilly hatte vollstes Verständnis dafür. Sie wusste, wie schwer es war, Geister zu ignorieren. Besonders die, die nachts nach einem griffen. Der Erzähler wird sehr, sehr motiviert. Da kenne ich das Problem. Das kenne ich auch. Also ganz ehrlich, probiert immer mit euren ganzen Persönlichkeiten zurechtzukommen. Die wollen alle was von einem katastrophal, wie sowas abläuft. Kann ich mit dem Feuer spielen? Nee, kann ich noch nicht. Theoretisch hätte ich jetzt genug Farbe. Ich habe ja einen gelben Stift. Dafür hätte ich genug. Ich schaue mal, was bei den drei Fragezeichen ist. Sie braucht Ohrenstöpsel und dieser Barkeeper ist ja irgendwo hier. Und wahrscheinlich können wir dann über das Medium mit dem Barkeeper in Kontakt treten. Oh. Oh Gott. Ich glaube, hier können wir später was machen. Ich weiß es nicht. Also, dieses Plinggeräusch war mein Steam wegen irgendeinem Archivment. Aber ich glaube, hier müssen wir später nochmal hin. Ja, okay, Ohrenstöpseln. Hab ich noch nicht. Gehen wir weiter. Hier kann ich nichts weitermachen. Ich bin gerade irritiert. Also, ja, da gucken wir später nochmal, was das sein soll. Ich konnte auch nichts machen. Sie ist ja direkt wieder zurückgegangen. Sonst muss ich später nochmal genauer das Geheimnis lüften. Wie komme ich an die anderen Sachen heran? Beim Barkeeper theoretisch könnte ich jetzt den einen Drink schon bestellen. Ich will es mal ausprobieren, bevor ich eine Pinkelpause mache. Ich brauche den für die Pinkelpause. Probieren wir mal einen Drink zu bestellen. Wir haben die Neonsachen. Also ich brauche zwar den mit Alkohol, aber ich will es trotzdem ausprobieren. Kommt sofort. Das ist übrigens ein alkoholfreier Cocktail. Aber keine Sorge, es sind genügend andere illegale Substanzen drin. Dann ist ja gut. Dann gar kein Problem, aber es reicht nicht. Danke dir. Okay, wir haben jetzt den Neon-Drinks schon mal, falls wir den später brauchen. Hier komme ich auch nicht weiter.
Hier, ich habe zwar hier so eine Dose, Sammeldose. Kann ich die mit der Luftpumpe kaputt schlagen? Lilly konnte die Lösung für ihre Probleme nicht einfach aus der Luft zaubern. Nur weil es gerade Luftpumpe hieß. Sich. Also hier diese Sammeldose, ich glaube, die muss ich kaputt machen, wie auch immer. Naja, gut, wir haben sehr viel zum Suchen, sagen wir es so. Suchen wir die restlichen Sachen. Ich würde zurückgehen, wegen den Ohrenstöpseln und so. Ich soll irgendwo Alkohol herbekommen. Ich hatte mal Alkohol, das habe ich als Benzin verwendet, Mist. Einen längeren Timer. Ich kann ganz gerne eine längere Pause nächstes Mal machen. Kein Problem für mich. So, da ist der Moorsee. Ich gehe jetzt über die Brücke. Der Weg, den Garrett gegangen war, führte Lilly zu einer kleinen Brücke über einen der brackigen Seitenausläufer des Moorsees. Hier waren zwei vertrauenserweckende Männer mit weißen Kitteln zu Werke, die Lilly zunächst nicht so recht einzuordnen wusste. Auf der anderen Uferseite erkannte Lilly außerdem Garrett in einem Gebüsch. Offenbar wollte er von den beiden Männern nicht gesehen werden. Und obschon die beiden nächtlichen Herumtreiber einen sympathischen Eindruck auf Lilly machten, entschied sie, es dem Jugendermittler gleichzutun. Und? Hast du schon was gefunden? Musst du das andauernd fragen? Ich melde mich schon, wenn ich was entdecke. Hast ja recht. Wahrscheinlich hat mich Dr. Marcel langsam mit seinem Wahnsinn angesteckt. Seit wir diesen Stoffhasen am See gefunden haben, ist er wie besessen. Wir sollten uns um Patienten kümmern, nicht im Moor rumstochern. Und dann dieser absurde Plan mit der Hypnosepuppe. Hör bloß auf. Und such lieber weiter. Hast du mittlerweile eigentlich was gefunden? Tja. Lilly hatte genug gehört. Die Männer in Weiß waren anscheinend Handlanger von Dr. Marcel. Offenbar war Ednas Sorge berechtigt gewesen. Dr. Marcel schien wirklich nach ihr zu suchen. Nun galt es mehr denn je, Ednas Versteck zu finden. Das ist, glaube ich, absichtlich mit der Synchronstimme. Das liegt jetzt nicht an irgendwelchen so Einstellungen. Das ist so, dass es ein bisschen unterschiedlich, glaube ich, gemacht ist. Außerdem ist das Game auch schon älter, ja? Dran denken, 2012. Ich glaube, der hat vielleicht Alkohol. Oh, hier gibt es eine Futterkrippe. An der Futterkrippe hing ein Schild. Säbelzahnwildschweine nicht füttern. Säbelzahnwildschweine sind äußerst gefährlich. Im Falle einer Begegnung keinesfalls wie ein braves Klosterschulmädchen aussehen. Säbelzahnwildschweine sind nachtaktiv, werden bis zu 2 Meter groß und lauern gerne in allen Schatten. Sie sind häufig in der Nähe von Revierkraut anzutreffen, da sie an den Blättern der Pflanze ihr Revier markieren. Also meiden sie nach Anbruch der Nacht Gebiete, in denen dieses Kraut wächst. Der Förster. Lilly hätte die Warnung ja gerne beherzigt, aber sie hatte keine Ahnung, woran sie Revierkraut erkennen sollte. Ja, okay. Kann ich mit denen reden? Scheinbar schon. Kann ich hier irgendwas? Der hat Alkohol. Lilly wollte die Pfleger lieber nicht auf sich aufmerksam machen. Okay, ich glaube, hier kommen wir erst später weiter. Ah. Hast du auch was gehört? Ich weiß nicht. Hoffentlich nicht schon wieder eins von diesen Säbelzahnwildschweinen. Ich bin immer noch ganz aus der Puste. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Gehen wir zum Wegweiser. Denke ich, weiß ich nicht. Richtung Moorsee. Ins Versteck. Shit. Ach, der Hase. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Okay, das kommt hier gefährliche Orte betreten. Das Problem ist... dass ich das, glaube ich, erst danach mache. Ja gut, dann... der Hase bleibt doch nicht da. Ich brauche Alkohol. Dann brauche ich quasi, um die zu verjagen, Revierkraut vielleicht. Gehen wir jetzt mal in den Hinterhof.
Hier habe ich... Nee. Nee. Einfach nö. Hier komme ich nirgendwo rein. Die Bar bringt mir auch nichts. Kann ich hier noch irgendwas kombinieren? Lilly wusste, dass sie nicht mit dem Essen spielen sollte. Das Essen war so ein schlechter Verlierer. Und wenn es zu toben anfing, wurde Lilly immer Angst und Bange. Okay, das funzt ja auch nicht. In der Bar habe ich doch jetzt alles. Ich gehe nochmal zum Friedhof. Ich müsste doch irgendwas mit dem Feuer machen können. Vielleicht schmeiße ich da mal die Sammeldose rein. Fällt mir gerade ein. Hier im Feuer. Ich schmeiße jetzt einmal alles rein. Was geht? Probieren wir das aus. Warum? Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen? Oder? Ach, natürlich willst du das nicht. Das hat die Oberin doch verboten. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Aber die Regel habe ich doch schon. Ach so. Ich muss es immer wieder aktivieren. Okay. Geht's jetzt? Nur weil Lilly wieder mit dem Feuer spielen durfte, hieß das noch lange nicht, dass sie gleich all ihre Sachen in Brand stecken musste. Sie sparte sich diese Option lieber für die passende Gelegenheit auf. Nur weil Lilly... Okay. Das hilft noch nicht. Diese drei Fragezeichen irritieren mich halt. Hier ein Dings weiter. Da kann ich nichts machen. Wahrscheinlich erst später, weil da ist eine Tür auf. Kann ich dir einen Trink geben? Dann geht's ihr vielleicht besser, bis sie Ohrenstöpsel hat. Oh, hallo Kleine, was hast du denn da? Ist das etwa... Was? Warte mal. Nein, nein und nochmal. Ich kenne ihren siamesischen Zwillingsbruder nicht und ich werde ihn auch nicht suchen gehen. Wenn ich doch nur Ohrenstöpsel hätte. Miranja war beschäftigt. Okay, sie will nur Ohrenstöpsel. Ich guck noch mal im Polizeirevier, aber wo könnte ich denn Ohrenschöpsel? Es kann sein, dass es in dieser Dose ist, aber ich guck noch mal bei den Bullen. Ich wusste nicht mal, dass es von South Park Spiele gibt. Wenn ich ganz ehrlich bin. Weingummis? Meint ihr? Weil die sich so anfühlen oder die könnte man verformen wie diese komischen Schaumstoffdinger. Ich aber ganz gerne wissen, will der einen Trink? Ich kann nichts trinken. Ich bin im Dienst und du solltest auch nichts trinken. Erstens bist du viel zu jung. Zweitens würde ich dich nur ungern in die Ausnüchterungszelle sperren müssen. Ich habe auch so schon viel zu... Das Was? Ding? Ich muss noch meine Steuer machen? Ja, es ist so altes Leben, ne? Okay, dabei ist er doch sogar alkoholfrei, der Neon Drink. Die übertreiben immer direkt. Okay, dann probieren wir das hier mal aus mit den. Die Valium darf ich hier nicht geben. Die brauche ich für den anderen Drink. Was? Oh. Hallo, Kleine. Was hast du denn da? Ah, das funzt. Sind das etwa Ohrenstöpsel? Großartig. Danke. Das ist ja genau das, was ich jetzt brauche. Nein. Die sind zu groß. So. Hallo? Hört mich jemand? Ah, viel besser. Ja, laut und deutlich. Wer will denn als erstes an die Reihe? Max Mixo? Oh, das hätte ich mir denken können.
Du kannst mir nicht zufällig noch einen Gefallen tun, oder? Aha. Nee. Es geht um Max Mixo, den ehemaligen Barkeeper der Dorfkneipe. Ja. Er macht sich Sorgen um sein Vermächtnis, das Geheimnis seines ultimativen Drinks, der Volcano Berserker. Er hatte immer gehofft, dass ihn dieser Drink eines Tages unsterblich macht. Hm. Wir wissen beide, dass dieser Plan nicht aufgegangen ist. Aber nun hat er das Rezept buchstäblich mit ins Grab genommen. Und er wollte es doch so gern der Nachwelt hinterlassen. Es ist ganz einfach. Der Drink besteht nur aus 3 Zutaten. Weingummi, Revierkraut und einer Chilischote. Hast du das? Aha. Danke. Vielleicht wird der große Max Mixo jetzt endlich seine Ruhe finden. Und ich erstmal. Also, achso, und die restlichen kann ich mitnehmen. Ich habe mich nämlich gewundert, weil ich habe mir schon gedacht, dass man die Weingummis als irgendwie eine Zutat braucht. Das heißt, ich brauche jetzt noch Revierkraut, Chilischoten und Revierkraut, wo ich keinen Plan habe, wie das ausschaut. Gehen wir nochmal zur Brücke. Vielleicht werde ich ja von... Was waren das? Säbelzahn-Wildschweine angenagt. Können wir ausprobieren. Hier. Jetzt habe ich ja Glück. Kann ich hier nicht? An der Futter... Säbel... Sie sind also, meiden Sie der... Lilly hätte die Warnung, ja, aber sie hatte... Ich muss da irgendwo reinkommen. Ich komme hier nirgendwo ran. Lilly wollte die Pfleger lieber nicht auf sich aufmerksam... Mit Garrett kann ich auch nicht sprechen. Kann ich die vielleicht ablenken? Lilly wollte die Lilly hatte gehört, dass Alkohol keine Probleme löst. Wie sollte das dann ein alkoholfreier Cocktail schaffen? Okay. Einfach nur okay. Sicher hätten sich die Seenotopfer auch darüber gefreut. Leider passte es nicht in den Schlitz. Sicher hätten sich die... Alkohol ist keine Probleme. Ja, es liegt im Auge des Betrachters. Wahrscheinlich mal wieder hier. Ich komme hier nicht ran. Ich höre mir das nochmal an. Pflege. An ja. Der Futterkrippe Säbelzahn wild im Falle einer Begegnung keinesfalls wie ein braves Klosterschulmädchen aussehen. Säbelzahn Wildschweine sind nachtaktiv, werden bis zu 2 Meter groß und lauern gerne in allen Schatten. Sie sind häufig in der Nähe von Revierkraut anzutreffen, da sie an den Blättern der Pflanze ihr Revier markieren. Also Lilly. Ja. Okay, Lilly also da wo so ein Säbelzahn Wildschwein ist. Finden wir dann auch das Kraut. Hier vor dem Versteck. Vielleicht hier. Da sieht man das Kloster. Nee. Hier kann ich nichts machen. Nichts. Ich brauche das Revierkraut. Aber ich brauche auch noch... Was ist denn die zweite Zutat? Okay, da muss ich zu ihm gehen. Da muss ich zum Barkeeper nochmal gehen. Wie? Gehen wir nochmal zum Barkeeper. Ich kann ihm jetzt sagen, ich habe das Rezept. Vielleicht hilft er mir ja. Er wollte das ja unbedingt wissen. Also gehen wir zu ihm. Auf jeden Fall immer Herzchen bei den Is. Das ist Gesetz, das muss man so machen, sonst ist das alles nicht richtig. Ich brauche noch einen Kugelfisch. Ein Volcano Berserker? Hast du denn auch alle Zutaten beisammen? Nein? Dann kann ich dir leider. Ich wollte gerade Püppchen sagen, ich habe es extra abgebrochen. Ich könnte angeln gehen. Mit einer Luftpumpe und einem Wollknäuel. Im See. Ich brauche ja auch noch den Kugelfisch. Ich probiere einmal erstmal, ob ich angeln kann.
In dem See. Obwohl, den See kann ich nicht anklicken. Ich kann nur... Also, in Richtung Moorsee gab es nichts. Hier auch nicht. Es gibt nur die Futtergruppe, Garrett, die zwei Leute. Die Sachen brauche ich noch. Es gibt die Sammeldose und den Neon-Drink. Also ich könnte einmal hier reinpusten. Lilly bezweifelte, dass Säbelzahn-Wildschweine sowas mochten. Aber sie durfte sie ja ohnehin nicht füttern. Die sind nachtaktiv. Lilly konnte die Lösung... Also bringen wir es zum Leuchten. Aber sie sind nachtaktiv. Ah, die hauen dann ab. Ne? Wenn hier alles leuchtet. Aber Lilly, hast du das Schild etwa nicht gelesen? Du darfst die Wildschweine nicht füttern. Das hat der Förster so angeordnet. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Aber das weißt du ja zum Glück selber. So, Regel Erwachsenen widersprechen aktiviert. Jetzt. Wenn die Säbelzahnwildschweine schon ihr Revier markieren mussten, dann auch richtig. Oh Gott. Lilly wollte die... Ich glaube, jetzt muss ich warten, oder? Gehen wir mal raus und wieder rein ins Bild. Oh Gott. Okay, ich glaube, sie waren da. Da, wir haben es markiert. Revierkraut. Aber die sind noch immer da. Jetzt habe ich alles für den Volcano Berserker zusammen. Das wird ein Spaß. Wir sind haben eine 1, machen wir kurz vor das Alter. Gar kein Problem. So, ich hätte gern einen Drink, mein Lieber. Den hier. Ein Volcano Berserker kommt sofort. Danke aber dir. Vorsicht, da ist ganz schön viel Wumms in dem Drink. Und das ist nicht der Name des Wurms, wenn du weißt, was ich meine. Aber Lilly, was willst du denn damit? Das ist doch nun wirklich nichts für brave Kinder. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Und Milch ist sowieso viel besser für die Zähne. Guck mal, meine lustigen Beißerchen. Die sind doch niedlich, oder nicht? Aha. Gleich nicht mehr. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Ich möchte ganz gerne, Du sollst keinen Alkohol anrühren. Mich in Trance versetzen? Muss ich irgendwie erst hier... Hä? Ach so, das Wollknäuel, ich erinnere mich. Oh, das Wollknäuel. Darf ich das nochmal sehen? Mhm. Aha. Woogie. 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 Gut. Fühlen wir uns auch gleich heimisch mit den Dudes hier hinten, mit den Pokerhunden. Mayonnaiseglas, Kaffee, Sektkübel. Westerndorf. Zigarren. Ich nehme die Zigarren. Hey, die sind nur für Mitspieler. Ich bin ein Hund. Ich bin Lili. Hey, guck mal. Das hässliche Mädchen will mitspielen. Dann soll sie ihren Einsatz machen. Ohne Einsatz kann sie nicht mitspielen. Miau. Hat er nicht gerade eben gesagt, er ist ein Hund? Okay. Ich weiß noch nicht genau, was alles mein Einsatz... Lilly war sich zwar nicht ganz sicher, ob man als Kind Kaffee trinken sollte, aber es gab keinen Blocker, also war das wohl okay. Ich wollte gerade sagen... Oh Gott. Jetzt geht's los. Jetzt Eskalation. Los, let's go. Nein! Erstaunlich. Der Kaffee war so stark, dass er Lilly aus ihrer Trance riss. Nein. Ich muss wieder da rein.
aber Bastard und mich. Okay. So kommen wir scheinbar raus. Okay, komm, ich will da rein. Danke dir. So. Kann ich was mit dem Sektkübel machen? Lilly mochte die Kälte. Sie erinnerte sie an ihr Bett. Oh, meine Körpertemperatur, ne? Gehen wir ins Westerndorf. Ich darf da nicht mitspielen, weil ich noch irgendwas für den Einsatz brauche. Eine Cashco. Ach, ist das schlecht, ey. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Da ist ein... Das ist ein Dollarzeichen. Cashco. Schauen wir mal. Und der Goldgräber. Die Cashcow wollte Lilly weder zertrampeln noch auffressen. Sie schenkte ihr einfach nur keine Beachtung. Ah, bin ich gewohnt. Alles gut? Goldgräber? Wenn Lilly groß war, würde sie auch Goldgräber werden. Dann hätte sie endlich ihre eigene Spitzhacke. Die kann sie bestimmt jetzt schon haben. So ein Sheriff gibt's auch noch. Das hier ist richtig groß, dieses Trance-Gebiet. Wir können in die Prärie. Ich kann an die Satteltasche. Okay, später können wir da, glaube ich, was rein und rausholen. Es gibt einen Indianerfriedhof und den Sheriff. Gehen wir jetzt auf den Friedhof. Meine Gnome sind hier. Ich weiß nicht, meine Gnome versammeln sich ja alle. Ich darf nicht mit Feuer spielen. Huch! Bist du das, Kleine? Sag mal, was hast du denn im Limbus verloren? Du bist doch nicht etwa... Hey! Oh Gott, ich hab's falsch gemacht. Du sollst nicht lügen. War's das jetzt, so? Okay, dann probieren wir es mal aus, nicht zu lügen. Huch! Bist du das? Sag mal was, du bist doch nicht... Hey! Ich habe halt gerade, sie hat gedacht, ich wäre tot und ich habe gesagt, ja. In dem Fall muss ich dich leider bitten, aus der Leitung zu gehen. Ich habe hier noch einige Seancen abzuwickeln. Ey! Okay, hier könnte ich dann kommunizieren. Vielleicht müsste ich auch irgendwie lügen, später um irgendetwas zu erreichen. Es könnte gut möglich sein. Aber eigentlich sind wir auf dem Weg, Alkohol trinken zu dürfen. Gehen wir zum Sheriff, so schwer kann es ja nicht sein hier. Die Tür war fest verschlossen. Schade. Schade. Hinterhof. Oh Gott. Quacksalber. Mehr ist ja auch nicht, nur der Quacksalber ist hier. Kommen Sie näher und bestaunen Sie die neuesten Errungenschaften der modernen Medizin. Antifaltencreme mit hautstraffenden Materialien aus der Raumfahrt. Naturechte Nahrungsmittelergänzungen mit lustigen Motiven aus der Tierwelt. Und jetzt neu, die Pille für zwischendurch. Sehr gut. Für alle, die vorher keine Zeit hatten... Und nicht auf das danach warten wollen. Kommen Sie, staunen Sie und nehmen Sie eine Kostprobe von Alkofix, dem explosiven Wunder Allheilmittel auf Alkoholbasis. Schmeckt hochprozentig, wirkt hundertprozentig. Na, kleine Lady, hast du Interesse an einer Probeflasche Alkofix, dem Wunderschnaps? Aha. Du siehst mir aber eigentlich noch ganz gesund aus. Nein. Und ich fürchte, gegen diese Sache mit den Ohren wird dir auch Alkofix nicht helfen. Hast du irgendwelche starken Schmerzen? Unheilbare Erbkrankheiten? Yeah. Einen Tinnitus? Hepatitis? Gebärmutterkrebs? Jetzt geht's los, alles. Tja, das tut mir ja aufrichtig leid für dich. Aber so kann ich dir leider auch keine Alkofix-Probe aushändigen. Komm wieder, wenn du krank bist. Ich wollte es erst vergleichen mit Werbungssachen von Influencern auf, weiß ich nicht, Instagram etc. pp., was es da alles so gibt. So mit hier alle Wunderheilmittel en masse und so und Produkte bewerben. Kann ja alles, ne?
Der ist aber zu gut. Ich krieg jetzt nicht einfach so den besonderen Schnaps. Da sind Bedingungen dran geknüpft und die werden kontrolliert. Also das ist besser als Influencer-Werbung. Also diese komische Influencer-Werbung meine ich natürlich. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber so wie er geredet hat, stelle ich mir das vor. Also das ist alles so ein bisschen, naja. Okay, was habe ich hier? Achso, die Mayonnaise. Kann ich? Ich kann nichts mit der Mayonnaise machen. Ich sehe zu gesund aus. Das heißt, ich muss es schaffen, dass ich nicht mehr gesund aussehe. Der psychische Krankheiten gehen hier leider nicht. Gehen wir in die Prärie. Ich kann nicht in einen Kaktus reinfallen oder so. Ja? Oh Gott, ein Geier. Eine Sonnenuhr. Rauchzeichen. Gehen wir zum Geier. Miet! Ja, ja, du mich auch. Sag mal, du hast nicht zufällig vor, in nächster Zeit zu verwesen, oder? Naja, kein Problem. Ich sollte sowieso weniger Aas essen. Mein Ernährungsberater ist schon ganz verzweifelt. Mehr frisches Obst, sagt er. Mal einen Salat. Weiß ich ja alles. Aber was soll man machen? Ich stehe halt auf das gammelige Zeug. Sobald ich verderbendes Fleisch rieche, fange ich an zu kreisen. Und mal ehrlich, hier in der Wüste kriegst du ja eh kaum was Gesundes. Kaum lässt man sein Essen eine Weile stehen, schon sprießen die Bakterien. Da kann man sich die übelsten Krankheiten zuziehen. Eiternde Furunkel und nässende Ekzeme. Oh Mann. Das ganze Gerede übers Essen hat mich hungrig gemacht. Lass mich bitte allein mit meinem knurrenden Magen. Kann ich ihm die Mayo geben? Was ist das? Rieche ich da etwa verdorbenes Fleisch? Dann putz dir mal die Zähne. Entschuldigung. Wann ist ein Rauchzeichen? Irgendwo am Horizont schien eine Donutfabrik Probleme mit ihrem Schornstein zu haben. So kann man die Rauchzeichen natürlich auch beschreiben. Eine Plakette wies darauf hin, dass diese Rekonstruktion einer original-indianischen Sonnenuhr vom Verband experimenteller Kunsthistoriker gestiftet wurde. Der Sockel ließ sich scheinbar drehen. Dann drehe. Okay, also ich kann hier. Wahrscheinlich komme ich jetzt ins Sheriff-Büro rein. Also jetzt ist später. Vielleicht vorne oder zu. Die Tür noch war immer fest verschlossen. Schade. Gehe ich jetzt nochmal in den Salon? Der Hinterhof? Ich sehe ja zu gesund aus, außer ich gebe ihm die Mayonnaise. Ja, als nächstes noch ausprobieren. Der Goldgräber will nicht. Hier in die Zigarren komme ich nicht ran. Hey, die sind nur für Mitspieler. Ich bin ein Hund. Was soll das sein? Doch nicht etwa dein Einsatz, oder? Wir spielen hier um richtige Geldbeträge. Also leg etwas Geld auf den Tisch oder zieh Leine. Ich ziehe gerne an der Leine. Gott, das ist so schlecht. Mit der Mayo ging nicht. Kann ich die Mayo in einen Sektkübel packen? Soll ich überhaupt mit Mayonnaise? Da würde sie sich länger halten als in der Sonne. Aber Lilly wusste auch, dass nichts ewig hielt. Wozu also die Mühe? Länger halten als in der Sonne. Muss ich die Mayo vergammeln lassen? Damit der Geier das isst? Das probiere ich mal kurz aus. Ist deshalb die Sonne da? Kann ich das irgendwie ablegen? Nee, kann ich nicht. Ah, doch. Okay, dafür ist es da. So gammelige Mayonnaise. Lilly schaute sich um. Warum war nie jemand da, der einem etwas verbot, wenn man es am dringendsten brauchte? Okay, ich bin krank. Ich krieg den Schnaps. In den Hinterhof. So. Kommen Sie näher, kommen Sie näher.
und bestaunen Sie die neuesten Errungenschaften der modernen Medizin. Ja. Antifaltencreme mit hautstraffenden Materialien aus der Raumfahrt. Naturechte und jetzt neu, die für alle, die kommen. Und nehmen Sie eine Kostprobe von Alkofix, dem exklusiven Wunder-Allheilmittel auf Alkoholbasis. Das hätte ich gerne. Schmeckt hochprozentig, wirkt hundertprozentig. Brauchen wir. Ach, du schon wieder? Nein, du brauchst nicht unbedingt näher kommen. Es sei denn, du hast inzwischen eine ansteckende Krankheit bekommen. Ja. Hast du irgendwelche starken Schmerzen? Unheilbare Erbkrankheiten? Einen Tinnitus? Hepatitis? Gebärmutterkrebs? Mhm. Da. Ja, aber hallo. Was haben wir denn da? Da hast du dir aber ganz was Besonderes eingefangen. Ja, ich weiß. Meinen Glückwunsch. So ein Arzt, stellt euch das mal vor. Highlight. Damit bist du auf jeden Fall qualifiziert, um eine Probe von Alkofix, dem Wunderschnaps, auszutesten. Um ehrlich zu sein, siehst du mir schon fast überqualifiziert aus. Dein Ausschlag ist so akut, dass ich mir nicht einmal sicher bin, ob er selbst mit Alkofix überhaupt noch heilbar ist. Bravo. Am besten nimmst du gleich die ganze Flasche mit. Danke dir. Brauche ich auch. So, was habe ich jetzt? Ein Taschentuch und die Medizin. Ich kann hier noch nichts machen, aber ich brauche Geld. Kann ich hier nicht verhandeln? Die Cash-Cow wollte Lilly weder, sie schenkte. Ich kann nicht hier was... Ich weiß aber nicht, was sie gerne hätte. Was haben wir das? Taschentuch und die Medizin. Wie komme ich jetzt weiter? Ich brauche ja Geld. Howdy, Fremde. Jetzt geht das. Was treibt ein braves Mädchen in so einer rauen Umgebung? Warte mal. Doch nicht etwa auch der Goldrausch, oder? Oh. Da kannst du gleich wieder deine Sachen packen. Das einzige Gold in dieser Gegend ist das in meiner Mine. Und den Weg dahin kenne nur ich. Außerdem kämst du gerade ohnehin nicht hinein. Ich wusste es. Du bist hinter meinem Gold her. Aber das kannst du getrost vergessen. Hey. Meine Mine ist gut versteckt. Und selbst wenn du den Weg finden würdest, du kämst nicht rein. Der Eingang wird von einem Wendigo bewacht. Lilly hatte kein Interesse an der Mine, aber dieser Wendigo machte sie neugierig. Konnte es sich bei ihm um eine weitere Manifestation ihrer Blockaden handeln? Vielleicht lohnt es sich ja doch, nach der Mine zu suchen. Okay, wir fangen an, eine Mine zu suchen. Wie geht's dahin? Vergiss es. Hey. Der Weg zu meiner Mine ist streng geheim. Selbst ich habe Schwierigkeiten, ihn mir zu merken. Eigentlich sollte ich mal wieder hinreiten. Dann reite mal hin. Kann ich mich in der Satteltasche verstecken? Du weißt nicht, was ein Wendigo ist, oder? Nee. Tja, viel weiß ich auch nicht. Es ist irgend so ein indianischer Dämon, der mich am Betreten meiner Mine hindert. Wenn du mehr Infos brauchst, frag den Schamanen. Er treibt sich hier irgendwo rum. Der Schamane? Keinen Schimmer. Ich habe ihn nie persönlich getroffen. Manchmal sehe ich seine Rauchzeichen am Horizont. Das war's. Okay. Aber wenn dir hier jemand was über Wendigos erzählen kann, dann er. Okay, dann komme ich später wieder. Nehme ich mal an. Ich kann mich, ich glaube, später verstecke ich mich in der Satteltasche. Gehen wir nochmal zu den Donut-Rauchzeichen. Vielleicht komme ich da mit dem Geier hin. Irgendwo am Horizont. Kann der mich dahin fliegen? Ich muss ja dahin, um weiterzukommen. Der Geier will vergammeltes Fleisch. Oder? Was ist das? Rieche ich da etwa verdorbenes Fleisch? Oh, dann putz dir mal die Zähne. Okay, er will verdorbenes Fleisch. Ich habe aber ein Taschentuch. Was ist das? Rieche ich da etwa verdorbenes Fleisch? Okay.
Hier komme ich nicht weiter. Ich muss auf jeden Fall dahin. Also das ist größer jetzt mit dem Dämon. Beim Sheriff komme ich einfach nicht rein. Wieso komme ich hier nicht rein? Die Tür war fest verschlossen. Schade. Ich habe nichts zum Knacken. Ich gehe jetzt nochmal auf den Friedhof. Vielleicht ist da ja auch jemand. Die haben ja da ein Feuerchen an. Vielleicht sind die das? Kann mir hier jemand Auskunft geben? Kann ich ein Taschentuch verbrennen? Oh Gott, nein. Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa. Ach, das hat die... Du sollst... Ich soll nicht mit Feuer spielen. Habe ich vergessen. Das Problem ist, sie kann mir jetzt nicht helfen. Ich soll sie ja nicht stören. Das heißt, hier komme ich nicht weiter, bis ich lügen darf. Okay. Hinterhofer, ich habe Medizin. Ich gehe jetzt in den Salon. Kann ich da die Medizin in den Säckkübel packen? Ja. Oh Gott. Sag mal, spinnst du denn? Bei dieser Kälte kann man sich schnell eine Erkältung einhandeln. Was was nicht heißt, dass ich krank wäre. Natürlich nicht. Dieses alkoholische Teufelszeug brauche ich erst recht nicht. Ich glaube, wir geben ihm mal das Taschentuch. Oh, danke. Ah, was ist das? Schnell, die Medizin. Was? Aber warum? So. Endlich. Endlich. Lecker. Lecker. So schön. So schön. Der Flaschengeist hatte seine eigene Regel gebrochen. Offenbar war es in gewissen Situationen durchaus mal erlaubt, sich einen Schluck zu genehmigen. Was tust du denn da? Och nö. Ja, und jetzt? Oh Gott. Die große Frage. Habe ich auch so einen Helm, wo man zwei Bierdosen an die Seite packen kann oder nicht? Wir werden es nie erfahren. Gut. Ich darf jetzt Alkohol trinken. Wir kommen da, glaube ich, später nochmal hin zurück, weil da geht es noch um andere Sachen. Wir haben ja noch diesen anderen Dämon. Ich glaube nicht, dass es sich erledigt hat. Ich aktiviere Alkohol trinken. Alkohol trinken aktiviert. Oh, wir uns das hinter die Binde hier. Mit. 1, 8. Was ist? Stimmt irgendetwas mit deinem Drink nicht? Was hast du denn? Der schmeckt doch bestens. Und dieses Brodeln in der Lunge. Wagga, wagga, wagga! Das ist Idee. Ich könnte jetzt so viel sagen, ich mach's einfach nicht. Wagga, wagga, wagga! Es sah nicht so aus, als würde sich der Barmann von alleine beruhigen. Lilly musste wohl etwas nachhelfen. Ich möchte diese Sammeldose dahin packen, damit er sie kaputt macht. Okay, das will da nicht hin. Jetzt. Perfekt. Ja, okay. So, dann kann ich endlich hier diesen Flunderautomat benutzen. Und wir holen uns die Flunder.
Und ich habe auch endlich Münzen generell. Ich weiß nicht, wie viele Flundersachen ich brauche. Wir finden es heraus. Gehen wir erstmal in den Knast. Ah, ich bin besoffen. Was ist denn das? Du bist ja voll wie eine Haubitze. Los, ab in die Ausnüchterungszelle mit dir. Haubitze. Ich hoffe, das ist dir eine Lehre. In deinem Alter schon zur Flasche greifen. Und da war sie nun endlich. Die Karte. Lilly war gespannt. Ein Hamster. Das war also das Geheimnis hinter der flüchtenden Karte gewesen. Vielleicht hatte Lilly endlich einen neuen Freund gefunden. Vielleicht war aber auch alles wie immer. So wie das echte Leben, ne? Wie komme ich hier wieder raus? Was ist? Hast du schon genug von der gesiebten Luft? Das hättest du dir überlegen können, bevor du zur Flasche gegriffen hast. Ach, herrje. Jetzt mach mal nicht so traurige Geräusche. Durch genau so ein Verhalten habe ich damals auch Edmund den Schlitzer auf freien Fuß gesetzt. Und du kannst dir nicht vorstellen, was mir das für einen Ärger eingehandelt hat. Es hat Wochen gedauert, bis die Eltern der kleinen Melanie wieder mit mir gesprochen haben. Ach, ich habe einfach ein zu gutes Herz. Ich lasse dich laufen. Aber du musst mir versprechen, nie wieder Unsinn anzustellen. Niemals. Kannst du das? Nein, kann ich nicht. Du sollst nicht lügen. Okay, wir müssen erstmal wieder das Hasenproblem hier lösen. Oh, gar kein Ding. Das Wollknäuel. Darf ich das nochmal sehen? Wookie. 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 Oh Gott. Justitia? Da steht auch schon wieder so ein Kaffee. Wanted. 4000. Na, Lilly? Willst du etwa raus? Aha. Das dachte ich mir. Aber du säßest wohl kaum da drinnen, wenn du wüsstest, wie man sich anständig beträgt. Ey. Oder? Kein Wort. Du wolltest mir doch nicht etwa widersprechen, oder doch? Aha. Nun, dagegen ist nichts einzuwenden. Widersprechen ist super. Manchmal widerspreche ich schon zum Frühstück. 3 Scheiben Toast. Lecker Toast. Aber das wäre gelogen. Und wir wissen doch beide. Du sollst nicht lügen. Lügen sind böse. Was? Natürlich sind Lügen böse. Warte. Ich zeig's dir hier an der Tafel. Schau dir die Tafel gut an. Sie zeigt einige der Grundfesten unseres Rechtssystems. Zum Beispiel, dass Lügen böse sind. Wie? Nein. Natürlich sind Lügen böse. Es lässt sich leicht aus den 4 obersten Grundfesten ableiten. Gott ist gut und wahrhaftig. Der Teufel jedoch ist böse, mit viel Weisheit. Gott ist die Wahrheit, denn auch er ist voll der Weisheit. Der Teufel aber lügt mit all seiner Bosheit. Und darum sind Lügen immer böse. Die logische Kette, die einen dahin führt, kannst selbst du knüpfen. Es sind nur 3 kleine Schritte bis zum Ergebnis. Versuch es doch ruhig selbst. Oh nee, ist so schwer. Was soll ich machen? Domino spielen oder was? Genau mein Ding. Lüge böse. Liegt im Auge des Betrachters. Kann ich die Dinger drehen? Kann ich nicht drehen. Nee, kann ich nicht drehen. Kann ich das wieder ersetzen? Muss damit an.
würde es gerne ändern. Kann ich nicht ändern. Ich dachte, das läuft hier wie Domino. Das habe ich gerade genommen, ja. Ja, das ist logisch. Ah, okay, gut. Lüge böse, böse Weisheit. Lüge Weisheit. What the fuck? Okay. Gott Wahrheit. Gut Weisheit. Ja, das ist logisch. Ich weiß. Ich bin hier schon krass. Ah, okay. Und jetzt mache ich Lüge gut. Ja, das ist zwar richtig hergeleitet, aber es ist nicht das Ergebnis. Lügen sind böse. Gib dir beim nächsten Mal. Ich muss es andersrum machen. Ich muss es andersrum machen. Ja, ich habe es gerade falsch rumgepackt. Glaube ich. Das ist. So. Das ist logisch. So, eigentlich müsste sich ja jetzt. Nee, es muss andersrum sein. Ich brauche hier Weisheit gut. Damit Lüge gut rauskommt. Das hier ist falsch rum. Also, das muss ich umdrehen einmal. Tja, das ist zwar nicht Lüge. Ist okay. Das heißt, das, was ich gerade falsch rum gemacht habe, war das hier? Okay, ich muss das nochmal. Kann ich nicht direkt von vorne machen? Gut, Weisheit. Oder ich komme da irgendwie noch anders raus oder so. Ich glaube aber nicht. Gute Wahrheit. Das ist logisch. Naja, total war logisch hier. Ich muss das normal machen. Ich muss hier einfach mal kurz irgendwas. Ja, es ist zwar richtig hergeleitet, aber es ist nicht das Ergebnis, das ich sehen wollte. Wahrheit böse. Böse. Gib dir beim nächsten Mal gefälligst etwas mehr Mühe. Ja, so. Ich will ja eigentlich, dass rauskommt. Lüge, Wahrheit. Nee. Will ich machen? Will ja Lüge gut oder sowas rausbekommen. Da ist ein gut und dieses wahrhaftig. Das hatte ich ja vorhin, aber es war falsch rum. Ich mach's mal so rum. Gute Weisheit. Ja, da. Da müsste ja so vielleicht. Wahrheit böse. Ja. Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Jetzt brauche ich ja noch Wahrheit böse, Lüge gut. Das funzt nicht so, wie ich es gerne hätte. Das ist zwar richtig hergeladen. Lügen sind dir beim nächsten Mal gefälligst. Warte mal. Hier ist eure Logik gefragt. Ja, tolle Logik. Setzt Justitias Aussagen in Relation, so dass eine neue Aussage entsteht. Schafft ihr es, Justitia in nur 3 Zügen zu beweisen, dass Lügen durchaus gut sein können? Die Frage ist, muss das Letzte nur das Gute zeigen oder alle 3? Also brauche ich 3 Sachen, die zeigen, dass Lügen gut sind oder nicht? Das weiß ich noch nicht so, weil ich hatte ja schon mal Wahrheit böse, hatte ich ja gerade. Zumindest bei dem einen, aber was ist hier die Frage? Ja, das ist logisch. Lüge Weisheit.
Gut, Weisheit. Ja, das ist logisch. Und jetzt mache ich... Ja, das ist so richtig. Ich mache es immer falsch rum. Aber es ist nicht das Ergebnis, das ich sehen wollte. Lügen sind böse. Gib dir beim nächsten Mal... Na also, Lügen sind... Was? Lügen sind gut? Aber das kann doch nicht sein. Es scheint alles zu stimmen. Das muss man andersrum setzen vorhin. Okay, ich hätte es noch anders platzieren sollen. Also einmal andersrum, damit es weggestrichen wird. Lüge gleich gut. Ja, doch. Offenbar hatte sich Justitia geirrt. Wie es aussah, waren Lügen gar nicht so übel. Lilly hatte eine weitere Blockade gelöst. Soll das Pinocchio darstellen? Wir freuen der dich niemals. Okay, wir können lügen. Perfekt. Das heißt, dann komme ich ja jetzt hier raus. Ich muss nur Lügen aktivieren. Ach, herrje. Ich lasse ab. So, jetzt muss ich hier wieder einmal ja. Aha. Du versprichst es also? Nie wieder Unsinn, ja? Aha. Und du flunkerst auch nicht? Uh-uh. Na gut, dann werde ich dir wohl mal glauben müssen. Willkommen in der Freiheit. Perfekt. Ich hoffe, das ist dir eine Lehre. Aha. Solange es noch dunkel ist, solltest du lieber drinnen bleiben. Bei Nacht ist es da draußen viel zu gefährlich. Ha? Am besten, man bleibt zu Hause. Nö. So. Ich habe jetzt Ednas Karte noch. Die Frage ist, ich brauche ja gefährliche Orte betreten. Das muss ich ja noch hinbekommen. Oh Gott. Aber Lilly, wo willst du denn hin? Du hast doch gehört, dass es draußen gefährlich ist. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können. Bei einem Buchstabierwettbewerb zum Beispiel. Oder einem Rolf Zuckowski-Konzert. Okay. Boogie. Lösen wir das Problem. Boogie. Boogie. Ach, das ist das Ding vom Sheriff. Jetzt komme ich raus. Hier, wir waren in der Gefängniszelle vom Sheriff die ganze Zeit. Okay, jetzt sehe ich's. Mehr, aber ich habe mich gerade gewundert. Und jetzt können wir hier auch weiter. Ich will raus ins Westerndorf. Okay. Wahrscheinlich. Ich rede nochmal mit dem Goldgräber. Ich brauche an sich ja sowas wie Fleisch. Verdorbenes Fleisch. Ich kontrolliere mal, ob es jetzt auch mal neue Sachen gibt. Nee, den Kaffee bloß nicht trinken. Ich kann ja auch nichts mit in diese Ebene nehmen. Ich schau nochmal beim Friedhof. Vielleicht hat sich ja irgendwas geändert. Nee. Kann ich nicht hier die Kuh grillen? Was soll man nicht in der Satteltasche, oder? Natürlich nicht. Ich muss ja um diesen Dämon... zu Dings brauchen sich zu diesen Rauchzeichen hier hin. Und der da hat Hunger. Und ich wette, ich fliege mit ihm dahin. Aber wie soll ich dem Essen geben? Kann ich mich anbieten? Was ist das? Rieche ich da etwa verdorbenes Fleisch? Uh-uh. Dann putz dir mal die Ja, stimmt. Das heißt, ich kann jetzt quasi unser Medium verarschen. Ich muss nur zweimal die Regeln hintereinander anders ausführen. Kann ich aber nicht. Hier kann ich es ja nicht aktivieren, dieses Verbot-Gedöns. Huch!
Bist du das Kleine? Sag mal, was hast du denn im Limbus verloren? Du bist doch nicht etwa... So, das Problem... Okay. Einmal in die Lügen ist noch aktiv, weil das letzte Mal bin ich hergekommen und direkt kam der Hase. Deshalb habe ich mich, war ich irritiert, da dachte ich jetzt, ich muss Feuer machen und danach lügen. Ja. Aha. Oh je. Du Arme. Ich hoffe, du hast daran gedacht, dir Münzen für den Fährmann auf die Augen legen zu lassen. Nein. Das ist ja furchtbar. Ohne Kleingeld ist man in der Zwischenwelt nämlich ganz schön aufgeschmissen. Sagt das Ebenezer. Und leider gibt es nur die eine Möglichkeit, weltliche Güter in die Welt der Trance und der Geister mitzunehmen. Man legt sie auf die Augen. Ja, Ebenezer kam leider vorbei. Es war das Problem. Deshalb hatte ich keine mehr. Und wo komme ich die jetzt her? Achso, jetzt gehe ich zu Cash Crew. Wie geht's dir jetzt? Nee, noch immer nicht. Howdy nochmal. Willst du mich wieder wegen meiner Miene? Dann ver... Okay, wie komme ich an Geld? Ich wurde ja zurückkatapultiert. Ich konnte jetzt gar nichts mehr machen. Da stand, ich muss... Ich habe gedacht, ich würde jetzt diese Münzen bekommen. Ich gehe nochmal beim Sheriff rein. Ist nichts. Wanted. 10.000. Wartet mal, wenn ich den hier... Dann habe ich Geld für das Pokern. Der mit dem Hut, kann ich den... Wartet mal. Aber das Feuer hat mir jetzt nichts gebracht, oder? Ich hätte jetzt gedacht, ich krieg 2 Münzen für die Augen. Hier sitzt nicht der Verdächtige. Das löst ehrlich gesagt hier gerade nicht mal ein Problemchen. Ich geh nochmal in den Hinterhof. Ich kann mir was anderes kaufen. Außer ich muss wieder zurück mit dem Kaffee und erst was regeln. Kommen Sie näher, komm. Ach du, leider habe ich keine Gratisproben im Angebot. Auch wenn du immer noch so aussiehst, als könntest du welche gebrauchen. Dankeschön. Die Sachen, die ich jetzt noch habe, gibt es nur noch zu vollkommen gerechtfertigten Wucherpreisen. Oder auf Rezept. Oder auf Rezept. Ich weiß jetzt nicht, ob ich quasi den Kaffee trinken kann. Ich kann hier nichts weiter machen. Ich kann ja aber auch nichts mitnehmen. Das Problem ist, ich lande ja leider beim... Wenn ich jetzt rausgehe, lande ich ja bei der Polizei. Ich gehe nochmal ins Feuer. Ich wurde halt wieder zurückkatapultiert. Ich habe das nicht bekommen. Und ich kann es auch nicht ansprechen. Und wieso? Ich kann hier nichts machen, außer das Feuerchen. Ich probiere es nochmal. Hallo Kleine. Immer denk das nächste Mal bitte daran, dir etwas Kleingeld auf die Augen legen zu lassen, ja? Ohne Kleingeld ist man in der Zwischenwelt nämlich ganz schön aufgeschmissen. Okay, das heißt, ich muss wirklich erst das Kleingeld auf die Augen legen, damit ich das Kleingeld in der Zwischenwelt habe. Weil Ebenezer so gemein war und mir das weggenommen hat. Das heißt, wir trinken Kaffee. Das Problem ist, ich habe kein Kleingeld. Doch, ich habe Kleingeld in meiner Tasche in der normalen Welt. Okay. Müsste wieder bei der Polizei landen, aber ich habe Kleingeld in meiner Tasche. Das ist doch noch übrig. Nee, gar nicht. Wieso lande ich denn hier? Hä? Aber ich würde nicht rauskommen. Aber ich habe Kleingeld. Ich
kann die aber nicht auf meine Augen legen. Das Kleingeld. Wie kann ich jetzt? Kann ich es irgendwie kombinieren? Lilly brauchte ein Wunder. Aber alles, was sie hatte, war eine Flunder. Gott, war das schlecht. Also ich habe hier Münzen. Und wie schaffe ich jetzt die Münzen darauf zu legen? Wagga, wagga, wagga! Der Kugelfisch würde halt noch fehlen. Wagga! Wagga! Ich glaube, hier komme ich nicht raus. Sag ich wo ja. Willst du denn? Du hast doch gedacht, es gibt bei einem, oder? Ich kann mir die Augen aber... die Münzen nicht auf die Augen legen. Dieser Hase war gar nicht lustig. Lilly gab keinen Pfennig auf seine Ratschläge. Okay, ich weiß nicht, wie ich schaffe, mir die Münzen jetzt irgendwo raufzulegen. Ich komme halt hier nicht raus. Der Barmann hat Probleme. Gib ihm mal die Flunder. Lilly erkannte, dass dies ein gefährlicher Ort war, um Sachen zu deponieren. Ich weiß auch nicht, wie ich ihn beruhigen soll. Soll ich ihm die Flunder direkt geben? Wagga, wagga, wagga! Es sah nicht so aus, als würde sich der Barmann von alleine beruhigen. Lilly musste wohl etwas nachhelfen. Ich kann ihm die Valium geben, aber ich brauche Valium doch fürs Getränk, oder? Wagga, wagga, wagga! Die Idee war gut, aber irgendetwas fehlte. Gut, ich kann ihm keine Valium direkt geben. Warum nicht? Also, er braucht das vielleicht als Getränk. Wagga, wagga, wagga! Muss ich das mit einem Kugelfisch machen? Hier kommen nur Flundersachen raus. Mist. Kann ich dir Münzen geben? Wagga, wagga, wagga! Es sah nicht so aus, als würde sich der Barmann von alleine beruhigen. Das Wollknäuel brauche ich nur für den Hasen, wenn ich ihn halt, also wenn ich Hypnose machen möchte. Bringt mir aber nichts mehr. Bringt er jetzt der wilde Westen nichts. Ich muss vorher die Münzen irgendwie rüber deponiert bekommen. Kann ich mich selbst da reinlegen in die Faustmulde? Natürlich nicht. Wagga, wagga, wagga! Kann ich die Valium zerkleinern lassen? Lilly erkannte, dass dies... Also er will die Valium so nicht haben. Lilly erkannte das. So, Wollknäuel geht auch nicht, weil das Wollknäuel brauche ich ja immer für den Hasen. Die Luftpumpe, das ging jetzt alles nicht. Das Krater. Lilly erkannte. Ist noch schlimmer. Eine dumme Idee. Ich kann selber nichts nehmen, sonst hätte ich schon Angst die Valium genommen. Luftpumpe geht auch nichts. Fisch plus Luftpumpe gleich Kugelfisch. Stimmt. Am dritten Tag erschuf Gott den Kugelfisch. Und niemand war da, um ihn zu loben. Am dritten Tag habe ich leider geschlafen, deshalb wusste ich das nicht. Das tut mir leid. Ich habe da so eine Bildungslücke, wenn es um sowas geht. Sorry, da komme ich leider einfach nicht drauf. Also am dritten Tag wurde der Kugelfisch geschaffen. Haben wir auch geklärt, dann gut. Es sah nicht so aus, Lilly. Wagga! Wagga, wagga, wagga! Sunny Cup. So, jetzt gebe ich ihm den Sunny Cup, oder wie? Wagga! Jetzt kann ich da die Münzen rauflegen. Lilly platzierte das Geld auf den Augen des Barmanns. Da er schlief, gab sie ihm nur ganz wenig Trinkgeld. Du hast was anderes bekommen, aber pass auf, wenn Scrooge vorbeikommt. Jetzt können wir dann wieder zurück. Der ist gar nicht... Boogie. Voller PK-Schleim. Boogie. Boogie. Okay, da ist er jetzt als...
Kann ich mit ihm reden und sagen, ich hätte gerne die Münzen? Na, wenn das mal nicht das kleine Mädchen aus der Bar ist. Schau mal, was ich hier habe. Irgendjemand hat meinen sterblichen Überresten Geld auf die Augen gelegt. Das ist mehr als genug, um den Fährmann zu bezahlen. Nimm du ruhig den Rest. Ich werde hier nicht mehr alt. Vielleicht noch aus ein, zwei Fernsehbildschirm krabbeln, aber dann ab ins Jenseits. Okay. Das ist mehr als genug, um den Fährmann zu... Nimm du ruhig... So, irgendwie hat er es gerade doppelt gesagt. Also, wir haben Münzen, das heißt, ich kann jetzt hier pokern. Nehme ich mal stark an. Ah, Madame macht ihren Einsatz. Das heißt, wo sie will mitspielen. Madame? Wedel, wedel. Worauf wartest du noch? Ich wedle mit dem Schwanz, wenn ich mich freue. Jetzt komm schon. Weil ich ein Hund bin. Setz dich dazu. Das waren wahrscheinlich nicht nur Hunde. 5 Sekunden später. Au, Backe. Du bist die mit Abstand miserabelste Pokerspielerin, hey, die ich jemals gesehen habe. Du hast nicht einmal deine Zigarre geraucht. Vergiss nicht, sie mitzunehmen. Ich habe Flöhe. Oh, nicht nur der Hund. Wahrscheinlich. So. Jetzt komme ich an die Zigarren, ja? Schön, jetzt habe ich eine Zigarre. Was bringt mir denn jetzt die Zigarre? Kein Plan, was mir die Zigarre bringt. Was soll ich denn damit? Ich habe ein, wenn ich wollte. Okay. Das ist ein Indianerfriedhof, der Sheriff. Ich habe die Zigarre, aber ich, dem Geier kann ich auch nicht die Zigarre geben. Dem anderen Typen vielleicht. Wegen hoher Einsatz oder so. Obwohl, ich hätte vielleicht das Geld bei ihm ausgeben sollen. Naja, okay. Das ist zwar nicht gesund, aber es ist auch keine Krankheit. Okay, das funzt nicht. Ich hätte das Geld wahrscheinlich bei ihm ausgeben sollen. Geh ich nochmal zum Geier. Aber ich brauche verdorbenes Fleisch. Das funzt hier alles nicht. Oh, okay. Brupp. Help? Lilly deutete die seltsamen Rauchzeichen so, dass der Schamane offenbar einen Marterpfahl suchte. Artig wie sie war, entschied sie, ihm dabei zu helfen. Ein Marterpfahl. Okay. Wir machen hier alles. Trinken, rauchen, warum auch nicht scheinbar. So, was soll ich machen? Was ist das hier denn? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Was ist das? Okay, ich muss da drüben ankommen, nehme ich mal an. Was wollt ihr von mir hier? Weiß noch nicht genau. Geil, jetzt bin ich da. Also irgendwie ist es der... Es kann eine Weile dauern. Oh Gott, jetzt bin ich da. Keine Ahnung. Nicht, dass ich jetzt irgendwie Zwischenebenen hier auch ausprobieren muss. Das habe ich gerade nicht gemacht. Oh Gott, zum Glück. Der Schamane war schließlich am Marterpfahl angekommen. Lilly freute sich bereits darauf, ihm einen Besuch abzustatten. Endlich würde sie den geheimnisvollen Medizinmann kennenlernen. Der ist... Dieser Pfahl ist doch bei dem Friedhof. Gehen wir mal zum geheimnisvollen Mediziner. Genau, so stelle ich mir das übrigens auch vor. Das passt auf jeden Fall. Das ist gut getroffen. Ja. Also wirklich jetzt.
Junkfood. Erst zum Essen. Mom, kurz AFK. Re. Ich könnte jetzt irgendetwas sagen, das mache ich jetzt aber mal nicht, ja? Autovervollständigung. Meinten Sie Wendigo? Aha. Wait. Got it. Wikipedia-Eintrag. Wendigo. Der Wendigo. Vielfraß. Auch Wendigo. Plural. Wendigo-Wack. Dämon aus der Mythologie der Anishinaabe. Wendigo-Wack gelten als besonders stur und uneinsichtig. FYI. Sie stinken bestialisch. Lol. Okay. Autovervollständigung, meinten Sie Rauchzeichen? Aha. Roffel, das sind keine echten Rauchzeichen. Mein Router ist in der Präriehitze nur heiß gelaufen. Jetzt willst du sicher wissen, mit was ich für einem Server arbeite, oder? Mit einem Apache. Oh Gott. Das Niveau haben wir auf jeden Fall erreicht. Autovervollständigung, meinten Sie Waffen gegen Wendigo-Wack? Aha. Wait, grad mal auf Tippy Bay ersteigern. Tippy Bay? Bestellbestätigung ausdrucken? Ja, nein, cancel. Aha. Print. Hier. Es gibt scheinbar nur ein einziges wirksames Mittel gegen Wendigo-Wack. Gib das Rezept dem Quacksalber. Die Bestellung müsste bei ihm angekommen sein. Ich habe mich in sein WLAN gehackt. Und wenn du schon mal da bist... Ich habe mir etwas über Appalachesohn bestellt. Es ist nicht wirklich für mich. Ja, ich habe nur aus Versehen auf ein Pop-up-Fenster geklickt. Natürlich. Aber wenn du schon mal da bist, könntest du es auch gleich abholen. Thanks. Na klar. Natürlich. Gehen wir zum Händler unseres Vertrauens. Gar kein Problem. Dort liefern wir auf jeden Fall auch unsere Pakete hin. Hallöchen. Service abholen. Kommen Sie näher, kommen Sie näher. Ach, du schon wieder. Leider habe ich keine Gratis-Proben im Angebot. Auch wenn du immer noch so aussiehst, als könntest du welche gebrauchen. So sehe ich immer die aus. Sachen, die ich jetzt noch habe, gibt es nur noch zu vollkommen gerechtfertigten Wucherpreisen. Oder auf Rezept. Einmal das Rezept. Ah, ein Rezept. Wunderbar. Dann wollen wir doch mal sehen. Ja, die Bestellung habe ich erhalten. Hier. Und wo du gerade da bist, ich habe hier noch eine Lieferung für den Schamanen. Bring es ihm doch bitte vorbei. Ja? Klar, gar kein Problem. Ach, hier ist das Paket. Da war eine Dose im Paket. Lilly war gespannt. Enthaarungscreme. Ja, das ist gut. Ich habe, also, die Waffe gegen den nächsten Dämon ist Deo. Ich glaube, das ist nicht nur eine Waffe gegen Dämon. Und wir haben noch Enthaarungscreme für den Schamanen. Aber ja. Wo er aus Versehen draufgeklickt hat, wollen wir nochmal betonen, ja? Ganz aus Versehen. Hier, deine Enthaarungscreme. Ich hab das nicht bestellt. Da muss ein Irrtum vorliegen. Hä? Aber das war doch in dem Paket drin, das ist doch für ihn. Oder war das Deo für ihn? Also das würde wahrscheinlich eh nicht reichen für ihn, aber dann gebe ich ihm mal das Deo. Das brauche ich nicht. Wer sich nicht... Okay, er will die Enthaarungscreme nicht haben. Ich hab das nicht da... Okay. Ich hab da... Dann nicht. Obwohl ich kann... Schau ich nochmal mal, ob ich mit ihm reden kann. Mom, kurz AFK. Re... Wendigo. Autoverfolg. Der Wendigo. Dämon. Wendigo. Das hatten wir alle schon, okay. Meinten. Rauf das mein. Mit. Okay. Da kommen wir noch nicht weiter. Ich habe aber Enthaarungscreme.
Und Deo. Er braucht Junkfood. Das Junkfood könnten wir dem Geier geben. Oder? Das soll doch klappen. Dann gehe ich jetzt mal stark von aus. Hier, bitte sehr. Oder was ist das? Rieche ich da etwa verdorbenes Fleisch? Aha. Verdammt! Dann hätte ich doch längst anfangen müssen zu kreisen. Da habe ich wohl meinen Einsatz verpasst. Wenn dich jemand fragt, kannst du bitte einfach erzählen, dass ich gekreist habe? Ja, übertreib auch gerne ein bisschen. Bau einen Looping ein, du weißt schon. Und das nächste Mal kreise ich auch wieder. Ehrenwort. Was ist das? Okay, ich weiß nicht, muss ich das hier auch rauflegen? Das Essen hatte schon lange genug in der Sonne gelegen. Okay, dann. Also ich kann es nicht nochmal gammeln lassen. Okay. Dann weiß ich nicht. Ich dachte, der Geier, da würde noch was passieren. Ich soll erzählen. Zu welcher explosiven Mischung soll ich das hier denn verkommen lassen? Immer wenn Lilly mit Chemikalien hantierte, hielt das Universum den Atem an. Ich kann leider keine Bombe basteln. Kriege ich ein Feuerzeug? So. Ich habe Junkfood und ich soll der Geier das funzt nicht so. Der will nicht mehr mit mir reden. Probier noch ihm sein eigenes Junkfood zu geben. Das kannst du gerne. Die Kojoten waren bereits dran. Jetzt kann man damit nur noch die Geier füttern. Habe ich schon probiert. Habe ich schon probiert, aber der Geier will das nicht. Hä? Der Geier wollte mein Junkfood nicht. Vielleicht geht's jetzt gleich, weil ich jetzt erst diese eine Dialogoption aktiviert habe. Es kann möglich sein. Aber hier war. Ne, hier ist wirklich nichts mehr. Die Zigarre oder spontane Selbstentzündung? Natürlich, ja. So läuft es. Ich probiere es nochmal. Ansonsten probiere ich den Geier gleich zu enttarnen. Ich gebe ihm nochmal Junkfood. Wie geht's jetzt? Was ist das? Rieche ich da etwas? So. Aha. Verdammt! Dann da habe ich wohl. Wenn ich ihn übertreibe und das nicht. So. Also er fliegt trotzdem nicht. Kann ich ihn einsprühen? Was ist das? Rieche ich da etwa verdorbenes Fleisch? Dann putz dir mal die Zähne. Kann ich das? Nee, ich kann selber jetzt Sachen nicht benutzen. Immer wenn Lilly mit. Ich darf auch nicht mit Chemikalien hantieren. Das ist so ungerecht, das Game. Was ist da? Gut, das funzt dann nicht. Putz dir mal die Zähne. Ich soll die Kuh ärgern? Das ist ja Geier. Meint er, der würde der Kuh hinterherfliegen? Kann ich die Kuh nicht einfach enttarnen? Das würde ich ganz gerne mal kurz ausprobieren. Hey, lass Dolly in Ruhe. Solange du dich ganz still verhältst, kannst du sie gern aus der Ferne bewundern. Aber wehe, du störst sie bei ihrer Mahlzeit. Mahlzeit, okay. Lilly steckte das Junkfood heimlich in die Satteltasche. Es sollte eine Überraschung werden. Für wen? Komm nicht mal in die Satteltasche ran. Dem Erzähler verging langsam die Lust, sich Beweggründe für Lillys Handeln auszudenken. Tatsache war doch, niemand wusste, was sie da tat und warum. Ja, ich auch nicht. Ich probiere hier alles aus. Dann gehe ich jetzt nochmal kurz irgendwo rein und schaue, ob hier irgendwas passiert, wenn ich wieder zurück bin. Meine Mine ist gut versteckt. Eigentlich sollte ich mal wieder hinreiten. Ach so. Okay, jetzt müsste der Geier hinterherfliegen, oder? Wegen dem Junkfood. Sag ich ja. Da. Die Geier kreisten über einem bestimmten Punkt am Horizont. Dort musste sich die Mine des Goldgräbers befinden.
okay, wir kommen aber hier gleich nicht rein. Und Wendigo, Deo. Die Enthaarungscreme würde aber auch passen. Reden wir erstmal. Ich weiß nicht, ob es... Also ich will erstmal hier kurz, bevor ich ihn einsprühe, mal kurz reden. Da ist ja unsere Dämonentöterin. Da staunst du was? Ich weiß, was du meinen Brüdern angetan hast, aber nicht mit mir. Ich bin immer auf der Hut und das solltest du auch sein. Siehst du die Miene dahinten? Ja. Aha. Ich weiß, warum ich mich von ihr fernhalte. Sie ist einsturzgefährdet. Die Hängebrücke ist wackelig und dunkel wie ein Büffelpopo. Wer weiß, was für Gefahren da lauern. Da bleibe ich lieber hier draußen, in der Sonne, wo es sicher ist. Und ich lasse mich durch nichts und niemanden von hier fortbewegen. Genauso wenig wie von meinem Standpunkt. Gefährliche Orte sind nichts für kleine Kinder. Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Der Schamane hat er recht behalten. Der Wendigo war wirklich ein sturer Zeitgenosse. Und er stank so sehr, dass der Gedanke an einen Büffelpopo jeglichen Schrecken verlor. Büffelpopo. Bist du verrückt? Lass das. In diesen Spraydosen ist tonnenweise FCKW. Wenn das Zeug in die Atmosphäre gerät, haben wir ratzfatz ein Loch in der Ozonschicht. Du willst auch kein Loch in der Ozonschicht, oder? Na siehst du. Okay, wir müssen hier, erstmal kann ich lügen? Ich kann nicht lügen. Dann kriegt er Enthaarungscreme. Wenn das Sonnencreme ist? Nein, danke. Ich benutze meine eigene. Dialux Protect Sensitiv. Mit Lichtschutzfaktor 3000. Ich kann das Deo nicht benutzen. Ich kann aber auch quasi hier nichts mit Widersprechen machen. Kann ich das jetzt zusammenpappen? Immer wenn Lilly mit... Nein, kann ich nicht. Ich muss das irgendwie so machen, dass er das nicht erkennt, oder? Bist du verrückt? Lass doch in diesen Spray, wenn das du willst. Das heißt, kann ich nicht Shampoo? Das funzt aber hier auch immer nicht. Wenn Lilly mit... Okay, also mir fehlt was. Ich kann es nicht so benutzen direkt. Und da komme ich nicht hin. Du solltest lieber nicht in die... Sie ist einstürzt und dunkel wie ein Büffel. Wer weiß... Und dunkel wie ein Büffel. Also, ich hinterfrage jetzt nicht, woher er diesen Vergleich hat, dass die Mine so dunkel ist wie ein Büffelpopo. Ich hinterfrage das jetzt einfach nicht. Es gibt einfach so Sachen, nicht hinterfragen. Aber wie... Mir fehlt noch was. Ich krieg das Deo nicht an ihn ran. Ich brauche irgendwie eine andere Idee. Mom, kurz AFK. Auto verfolgt der Wendig FYI. Sie. Das funzt nicht, okay. Stur und. War ich irgendwas anderes, oder? Ich habe irgendwas schon wieder übersehen. Ich kann die Sachen auch nicht kombinieren. Gibt's kein Rolldeo? Kann ich das irgendwie... Das musste nicht gekühlt... Lilly fand es... Kann ich das... Immer wenn... Deo kühlen? Das musste nicht... Nee. Lilly... Kann ich nicht... Kann die Hunde enthaaren? Was soll das sein? Doch nicht etwa dein Einsatz, oder? Wir spielen hier um richtige Geld. Also Licht hier. Okay, so. Wir hätten den Kaffee noch. Ich könnte natürlich... Ah, nee. Nur Geld kriege ich hier in die Zwischendimension. Ich werde den Limbus vermissen. Zu Lebzeiten gab es immer Ärger, wenn ich mich in fremden Schränken versteckt habe.
Krieg ich nur eine Zigarre? Nee, hey, oder? Nur eine Zigarre pro Mitspieler. Bell, bell, bell. Seid ihr geizig. Seid ihr geizig. Der Typ ist jetzt weg in die Prärie. Komm ich so. Könnt noch mal ins Feuer gucken. Feuer. Hey. Das wollte ich nicht. Hallo Lilly. Du sollst. Ich wollte das Dio ins Feuer reinsprühen. Das hat nicht das darf ich nicht. Warum nicht? Also ich. Warum nicht? So, der Schamane hilft mir nicht weiter. Kann ich normal ins Feuer gucken? Hallo Kleine. Denk da. Nee, das hilft mir nicht weiter. Und ich darf nicht damit spielen, weil ich tauche halt auf der anderen Seite auf und dort kriege ich dann Ärger. Das ist die Sache, ne? Ich komme da halt nicht rein. Komm da einfach. Ich kann einfach schon wieder nichts mischen. Ging gerade ein Raid an. Dankeschön für den Raid. Der Delic Entertainment passt ja. Was wie Spaß aufs Auge hier quasi. Da, Max, da musst du diesen Follower-Modus kurz mal ausschalten. Ich habe das noch nicht automatisiert drinne. Kannst du ja später wieder reinmachen. Danke, Max. Danke. Dankeschön. Ich habe nur zur Hälfte gerade mitbekommen. Ich könnte hier Kaffee. Nee, der Kaffee bringt mir ja nichts. Ich kann nur das Geld mit rüberbringen. Das bringt mir auch nichts mehr. Ich darf nicht wegen dem FCKW. Meine Enttarnungscreme will daher nicht. Ich habe eine Idee. Nee, doch. Ja, wegen. Kann ich dem die Enttarnungscreme geben? Eigentlich? Behalte das ruhig. Du hast es bitter nötig. Also, ich. Enttarnungscreme habe ich bitter nötig. Soll mir das was sagen? Soll mir das was sagen? Behalte das. Du hast. Das soll mir echt was sagen. Okay, jetzt bin ich hier. Habe ich was vergessen einzusammeln? Weil das Dio funzt ja nicht. Da kriegt er ja die Krise wegen, obwohl, wartet mal, kann ich... Nee, die Sonne? Ich kann auch hier nochmal dran rum... Das bringt aber auch nichts. Ich glaube, ich habe was vergessen, ne? Die Geier. Kreis dort ja. Musste... Jo. Jo. Dio will er nicht. Wieso wird mir der Himmel... Himmel? Es war so heiß, dass die Luft nach Ozon roch. Aber selbst hier hinten kamen die sommerlichen Gerüche nicht gegen den Gestank des Wendigos an. Okay, irgendwas hat es mit dem Himmel zu tun, oder? Nehme ich mal stark an. Das will er nicht. Wenn du willst. Uh-uh. Na siehst du. Es war so heiß. Aber selbst Lilly. So. Oha, der Himmel sieht seltsam aus. Da könnte ein Ozonloch auf uns zukommen. Das ist nicht gut. Wo ist meine Sonnencreme? Ah, da ist sie ja. Ich lasse sie lieber draußen. Sicher ist sicher. Oh, die kann ich jetzt vielleicht austauschen, oder? Okay, ich habe jetzt eine Art Ozon noch geschaffen. Ist ja geil. Okay, kann ich die nähen?
Hey, lass das. Ich brauche meine Sonnencreme. Wir könnten hier jeden Augenblick ein Ozonloch bekommen. Es ist doch schon da, das Ozonloch. Austauschen. Ja, okay, so kann ich austauschen. Perfekt. Oh, oh, es geht los. Schnell eincremen. Oh Gott, oh Gott. Leben halt. Ne? Schöne Scheiße. Schöne Scheiße. Das denke ich mir jeden Montag. Die Sonnenstrahlen hatten den Wendigo übel zugerichtet. Scheinbar war man hier nirgendwo sicher. Demnach war es unvermeidbar, sich an gefährlichen Orten aufzuhalten. Ups. Aber darf ich nicht in die Mine? Also wir sind schon zu fünft. Also zu sechst. Ist ja... Geil, geil. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Dem geht's gut. Er hat noch ein paar Geschwister. Okay, geil. Das heißt, ich kann jetzt wieder das nächste aktivieren. Gefährliche Orte betreten. Wir kommen da rein. Aber wir sind noch nicht durch. Ich habe ja jetzt noch die Mine, die man betreten kann. Ich glaube, wir tauchen da bestimmt nochmal auf. Level up. Und rein da. Ein da. Das sind nur ein paar Kerzen. Lilly war endlich am Ziel ihrer Reise angelangt. Sie hatte tausend Gefahren getrotzt. Und schließlich stand sie nun hier, in Ednas Versteck. Die Sache hatte nur einen Haken. Edna war fort. Och nö. Ich werde Edna niemals finden, wenn das so weitergeht. Fernrohr. Eine Uhu-Pfeife. Eine Notiz. Und, nee, da kommen wir wieder zurück. Erstmal die Pfeife. Das bedeutete nichts Gutes. Ohne ihre Uhu-Pfeife ging Edna doch sonst nirgendwo hin. Ich würde gerne erstmal hier durchgucken. Wenn das geht. Okay, können wir noch nicht. Dann erstmal die Notiz. Oder auch nicht. Edna hatte offenbar eine Nachricht hinterlassen. Hoffentlich ging es ihr gut. Lilly! Hilfe! Ich werde bei lebendigem Leibe von einem riesigen Tentakelwesen verspeist. Ah, oh. Dun, 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 dun. Nur ein Spaß. Mir geht es gut. Ich habe gerade durch mein Fernrohr die Brücke am Fluss beobachtet. Ja. Dr. Marcells Schergen scheinen irgendetwas vorzuhaben. Ich schaue mir das mal aus der Nähe an. Wenn ich nicht zurückkomme, musst du unbedingt Hilfe holen. Aber keine Sorge. Ich pass auf, wo sind denn nur meine Pauke und meine Stroboskoptaschenlampe? Verdammt, naja, wir sehen uns ja dann. Tüdelü. Tüdelü. Der Brief beruhigte Lilly ein wenig. Aber was, wenn Dr. Marcells Mannen ihre Freundin geschnappt hatten? Lilly musste zur Brücke und nach Edna suchen. Dort würde sie auch Garrett finden. Ja, der steht da ja noch im Gebüsch. Kann ich jetzt da durchgucken? Okay. Nein, ist er nicht. Okay, wo ist Garrett? Garrett war nicht mehr im Gebüsch. Der eine saß jetzt im Auto und der andere stand noch da im Wasser. Okay, auf zum Fluss. Zur Brücke. Aber was ist, wenn die Säbelzahn-Wildschweine vorbeikommen? Das habe ich mir schon wieder gemerkt, ne? So. Da ist Garrett. Ist das zu fassen? Endlich haben wir die Kleine gefunden und jetzt springt der Wagen nicht an. Soll ich vielleicht schieben? Der Wagen hätte schon seit Monaten zur Inspektion gemusst. Hm. Aber seit dem Unfall lässt der Doktor einfach alles schleifen. Eine Schande ist das. Also war es wahr. Die Wärter hatten Edna tatsächlich bereits gefunden. Warum unternahm Garrett nichts? Lilly musste ihn irgendwie auf sich aufmerksam machen. Der Pfeifer? Es war hoffnungslos. Lilly würde Garrett niemals auf sich aufmerksam machen können, solange der Uhu ständig dazwischen funkte. Oh Gott, ich muss den Uhu umbringen am Ende, oder wie? Nee, kann ich gar nicht. Auf diesem Baum hatte es sich ein Uhu bequem gemacht. Ja. Ich denke, wir brauchen was, um den Uhu zu entfernen. Ich habe noch nichts, um den Uhu zu entfernen.
Gibt es irgendwo was, um den Uhu zu entfernen? Pfeile oder so? Ich töte ja gar nicht alle. Die lösen sich in Lily rosa... Lily konnte jetzt nicht gehen. Ach, sie musste Garrett kontaktieren. Okay, okay. Ich kann nicht gehen. Also den Uhu nicht so beseitigen, dass wir noch was holen. Ich beseitige die nicht. Die lösen sich in rosa Schleim auf. Dafür kann ich nichts. Ah! Hast du auch was gehört? Ich weiß nicht. So, hoffentlich ist schon wieder eins von diesen Säbelzahnwildschweinen. Ich bin immer noch ganz aus der Puste. Ich auch. Okay. Was hätten wir hier? Ich habe den Cocktailalbum. Retners Karte. Die Uhu-Pfeife. Benutzt die nochmal. Ich rede mit dem Uhu. Okay. Unterhaltung mit einem Uhu heute. Ich muss das gleiche machen, oder? Nee. Nee, das war jetzt das andere. Ich komme hier nicht zur Pette, oder? Muss ich hier einen Songtext draus machen? Wenn ich Skip mache, ist bestimmt schon die Lösung da, oder? Das ist doch so wie vorher. Ich glaube, das ist sowas wie diese eventuell vielleicht sowas wie diese komischen Tonleitern, weiß ich nicht. Ich spiele jetzt auf kein Game an hier, aber... Ich sag's mir auf jeden Fall nicht vor. Du, so einen Song machen wir hier bestimmt. Also. Ich weiß nicht. Also. Ich gehe mal ganz kurz raus. So. Und jetzt mache ich das. Nochmal. Weil das ist ja quasi die Reihenfolge, die wir hier haben. Wir kommen dann aber nicht weiter. So, hier steht, ey, lass das schon gut, Entschuldigung. Aber die Frage ist, können wir damit... Warte mal, muss ich so mit Garrett kommunizieren? Ich habe jetzt ein paar Auswahlmöglichkeiten. Okay, dann jetzt kommt's nicht. Lily würde okay, ich dachte. Okay, dann hänge ich bei dem Uhu fest. Ich probiere noch ein bisschen. Also, ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht eine bestimmte Reihenfolge ist. Ich will nicht so. Also, kann ich gleich auf Skip drücken? So, wir haben ey, lass da schon gut. Entschuldigung. Eigentlich will ich, dass der Uhu geht. Ich will ja allein sein. Wenn ich es öfter mache. Geht auch nicht, oder? Das geht auch nicht. Wartet mal, das ist auch... Nee, jetzt bin ich schon wieder am Malen, aber das war doch vorhin hinten gewesen, oder? Ich blick's nicht.
Nee, ich blick's nicht. Habt ihr eine Idee? Habt ihr eine Idee? Ich hätte jetzt gedacht, man muss ja irgendwie, also ich bin nicht auf Skip. Weil dann ist, glaube ich, schon wieder vorbei. Dann wird ja mal die Lösung einmal angezeigt. Du warst ja bei den anderen Rätselchen auch. Ich hätte gedacht, es ist eine Tonleiter. Also nicht Tonleiter, aber irgendwie sowas. Aber ich komme nicht drauf. Ich weiß jetzt, welche Geräusche was sind, aber leider stört hier noch der Uhu. Ich meine, vielleicht ist er aggressiv. Ja, also der Uhu sagt, lass das, wenn ich A mache. Und danach unterhalten wir uns nur über schon gut. Warte mal, wenn ich mich beklage. Ich mach A. Und dann sagt er, lass das. Dann kann ich mich entschuldigen. Schon gut. Und dann sage ich wieder, lass das. Das funzt hier nicht. Meine Idee. Das hatten wir ja schon, die drei. Ja, dann ist es... Ich sag ey, dann sagt der Uhu, lass das. Das kann ich auch sagen. Entschuldigung, dann mach ich schon gut. Ah! Oh, jetzt habe ich ein drittes. Hahaha. Okay. Machen wir jetzt? Oh Gott. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Ah, okay. Endlich konnte Lily Garrett das vereinbarte Signal geben, ohne unterbrochen zu werden. Das war aber eine lange Unterhaltung mit dem Uhu, muss ich jetzt mal sagen hier. So, Signal an Garrett. Ich kann ja so einiges. Endlich konnte Lily Garrett das vereinbarte Signal geben, ohne unterbrochen zu werden. Garrett schien Lillys Eulenruf gar nicht zu registrieren. Sie startete noch einen Versuch. Dieses Mal etwas lauter. Hast du das auch gehört? Da ist doch jemand. Warte mal. Das haben wir gleich. Mit dem Uhu habe ich mich gut verstanden, ja. Die anderen mögen mich alle nicht. Oh Gott, ich bin am Arsch, oder? Na, wen haben wir denn da? Das ist doch... Oh oh. Das Phantom! Das Phantom! Lily schaute den flüchtigen Wärtern noch lange nachdenklich hinterher. Dass unvermittelt bizarre Phantome hinter ihr auftauchten, war sie gewohnt. Die Reaktion von Dr. Marcells Handlangern wunderte sie dann aber doch. Normalerweise ignorierten Erwachsene diese Gestalten. Okay, also alles für Lily, alles easy, alles perfekt. Kommt sie mir klar? Da liegt jetzt ein Schlüsselbund. Aber warum ist Garrett auch weg? Das irritiert mich. Warum ist Garrett auch abgehauen? Ist das auch, ist das Phantom nicht sein Freund eventuell? So, gucken wir in den Wagen noch gucken. Die Pfleger hatten ihren Lieferwagen stehen lassen. Ja. Dann gehen wir mal weiter. Also wir haben den Schlüssel auf jeden Fall. Ich gehe jetzt mal weiter zur Mauer. Da, Garrett. Lily, so ein Glück. Ich dachte schon, sie hätten dich erwischt. Edna hatte leider nicht so viel Glück. Ich konnte beobachten, wie sie geschnappt und zur Anstalt gebracht wurde. Damit ist die Beweislage endgültig klar. Ich werde mich sofort mit der Einsatzleitung in Verbindung setzen. Am besten rührst du dich nicht von der Stelle, bis ich Verstärkung geholt habe. Das kann leider seine Zeit dauern. Und ich kann nicht garantieren, dass Edna noch am Leben ist, wenn der Befehl für den Einsatz endlich kommt. Mit etwas Glück foltert Dr. Marcel deine Freundin noch ein wenig, bevor er sie schließlich seziert oder was er auch sonst immer mit ihr vorhat. Das würde uns etwas Zeit verschaffen.
Wahrscheinlich muss sie sich von einigen Zähnen oder Fingern verabschieden. Kein Ding. Naja, sei es drum. Du wartest auf jeden Fall hier. Ich hol dich dann morgen oder spätestens übermorgen genau hier ab. Wobei übermorgen ja Feiertag ist. Naja, du wirst es ja sehen. Warte es einfach ab. Ja klar. Lizzy, kein Problem. Lily hätte sich wirklich gerne an Garretts Anweisungen gehalten. Aber nun, es gab triftige Gründe, das zu tun, was sie stattdessen tat. Er wusste auch nicht, wann ich abgeholt werde. Ja. Etwas Freundliches ging von dem postviktorianischen Anstaltsgemäuer aus. Es war fast, als hätte der Architekt versucht, das Wort Willkommen mit Mauersteinen und Stacheldraht auszuformulieren. Diese unausgesprochene Einladung fand ihren Höhepunkt in einer fast zugewachsenen Hintertür. Und Lily hatte vor, sie dankend anzunehmen. Also ich finde auch, das hier wird mein neues Zuhause. Es ist sehr einladend und finde ich auch ganz gut. Und andere werden bestimmt nicht freiwillig vorbeikommen. Also ja, ein bisschen verstehe ich das. Check. Ein bisschen, minimal. Die Tür war fest verschlossen. Das Maximum ihrer Kombinationsgabe ausschöpfend versuchte Lily die Hintertür mit dem Schlüssel zu öffnen. Doch gerade als sie sich dem Hindernis näherte, vernahm sie ein vertrautes Keckern. Ah, der Hamster. Na, so ein Hallodri. Der diebische Hamster hatte Lily erneut ein Schnippchen geschlagen. Trotzdem war Lily weit davon entfernt, blutrünstige Rachepläne zu hegen. Ah, ich liebe blutrünstige Rache. So, da komme ich wahrscheinlich nicht ran. Kann ich das mit dem Uhu klären? Wahrscheinlich. So. Komm, wir sind Best Friends. Danke. Lily freute sich. Es passierte viel zu selten, dass sich Freunde von ihr auch untereinander gut verstanden. Was natürlich auch daran lag, dass sie kaum Freunde hatte. Viel wichtiger war jedoch, dass der Anstaltsschlüssel nicht länger außer Reichweite war. Er war in einen der dunklen Büsche gefallen. Ja, der Hamster. Der Schlüssel war in den Busch gefallen. Zwischen den Zweigen war es sehr dunkel. Aber Lily hatte keine Angst. Es war immerhin nur ein Busch. Oh Gott. Tja, warum war das Kind auch immer so unvorsichtig?